Herzlich willkommen zu Globepodder, dem Reise- und alles, was so in der Welt geschieht, Magazin des stillen Kämmerchens. Mein Name ist David und ich habe heute meinen Kollegen Tim bei mir. Hallo. Hi Tim. Ich bin auf dich aufmerksam geworden und habe dich dann gepiesackt, dass du mal dich mit mir zusammensitzt, weil du hast dir ein schönes Hobby ausgesucht. Du machst nämlich... Ja, ich hätte irgendwann die Pilotenlizenz gemacht und bin Privatflieger geworden quasi. Du bist Privatflieger geworden, total großartig. Wie bist du dazu gekommen? Einfach schon im Kindergarten auf der Schaukel, ich will irgendwann mal fliegen oder? So früh war es denn, glaube ich, gar nicht. Aber im ersten Flug, glaube ich, war ich 8 oder sowas, sind wir nach London geflogen mit meinen Eltern damals. Und da fand ich schon irgendwie die Begeisterung. Es war irgendwie ein sehr turbulenter Flug und mit Luftlöchern und alles rum und dran. Und irgendwie hat mir das alle am Reihen und Tim so. Genau, links neben mir saß ein Mann, der hat sich, war wirklich kalkweiß, hat sich in diese Lehnen reingehauen und mir hat Spaß gemacht. Und das war schon mein erster Erlebnis, wo ich dachte, oh, macht Spaß. Aber wo es denn wirklich so gekommen ist, dann hinter, ich habe in Aachen gewohnt und in Jülich gearbeitet und bin immer im Auto an einem kleinen Flughafen vorbeigefahren. Und morgens so ein kleines Flugzeug drüber, abends ein kleines Flugzeug drüber. Und irgendwann war es dann so, ja, das könnte man auch mal machen. Warum eigentlich nicht? Und das hatte ich damals meiner Freundin erzählt. Beim nächsten Geburtstag hatte ich dann einen Gutschein für einen Probeschnupperflug gehabt. Und dann hat es mich einfach gepackt. Dann hieß es nur Geld sparen und machen. Weil ich hatte ja aber von erzählt, dass es halt so cool war eigentlich, dass es mir das bestimmt Spaß machen würde, aber ich habe es irgendwie nie in getraut Jülich, oder sowas. Das war jetzt so ein kleiner Sportmaschinenflughafen? Genau, oder? Aachen-Merzbrück. Das ist, liegt in der Nähe, also Kreuz Aachen liegt da, so ein kleiner Flugplatz, 600 Meter Piste, also ganz kleiner, nur für so einmotorige, zweimotorige Dinger. Und da kann man einfach hingehen und sagen, ich möchte jetzt einen Flugschein machen. Ja, das kann man so sagen erstmal, aber dann heißt das erstmal ganz viele Dokumente ankarren. Das wäre schön, wenn das so einfach gehen würde. Okay, was braucht man denn da? Worauf wirst du aufgefordert, da anzukarren? Anfangen darfst du mit der ZÜB, Zuverlässigkeitsüberprüfung heißt das, glaube ich. Alle 5 Jahre musst du bei den Behörden anfragen, dass du zuverlässig bist und kein theoretischer Terrorist. Wurde wirklich beim Luftfahrtbundesamt einen Antrag stellen muss. Die schicken das an alle Polizeibehörden und die fragen schön an, hat der irgendwas hat der Dreck am Stecken oder ist das ein potenzieller Terrorist? Kann man ihm vertrauen und so? Und alles. Nö, ist er gestern Terrorist? Okay, dann nicht. So in etwa. Ich habe keine Ahnung, was die wirklich überprüfen. Okay. Kriegst du da nur einen Wisch zurück? Ja, er ist befähigt, auf einem Fluglastgelände sich zu bewegen, so nach dem Motto, eine Lizenz zu haben. Und das kostet den ja schon wieder ein paar hundert Euro, dass du einreichen darfst. Also, das darfst du alle 5 Jahre machen. Dann, bis vor du beginnst, brauchst du das Medical. Es gibt 3 verschiedene Klassen an Medicals. Medical 1 ist halt für Berufsflieger, die wirklich auch Passagiere, Maschinen steuern und Passagiere mitnehmen. Da wirst du auf Herz und Nieren getestet, dass du fit genug bist. Es geht um deine Gesundheit, dafür geeignet bist. Genau. Erstmal so ein Belastungstest, ob du musst zum Augenarzt gehen, ob du halt räumliches Sehen hast, ob du irgendwelche Farbsehprobleme hast. Das kommt alles damit rein. Was war denn noch dabei? Ja, generell, Blutwerte werden getestet und alles, ob du einfach geeignet bist, ob du deine medizinische Vorgeschichte... Also du kommst nicht in so eine Zentrifuge wie James Bond. So ist es denn zum Glück doch nicht. Ich glaube, das hätte ich dann auch nicht bestanden. Aber Medical 1 brauchte ich auch gar nicht. Bei mir war halt Medical 2, Klasse 2, das ist Privatpiloten erstmal. Mhm. Das ist schon abgeschwächter. Das ist dann auch nur das, was ich gerade erzählt habe. Das, was Piloten machen, weiß ich gar nicht. Also wirklich Sehtest und alles drum und dran. Und jetzt haben die jetzt irgendwie letztes oder vorletztes Jahr eingeführt noch Medical Klasse 3. Das ist halt für die Lightweight Aircraft irgendwas, Flieger, die unterste Lizenz, die ist dann nochmal abgespeckt, was da ist. Okay. Und das musst du auch denn alle, also ich muss jetzt alle 5 Jahre, weil ich das erste Mal unter 30 gemacht habe, nachweisen und ab 30 ist, glaube ich, alle 2 Jahre, wo du nur das Medical erneuern musst, wo du immer nochmal dich prüfen lassen musst, ob du noch fit genug bist zu fliegen. Was ja sinnvoll ist. Was ich auch sinnvoll finde, das finde ich, sollte man mal auf einem Führerschein machen. Da können wir das Thema abgleiten, genau. Wäre das nicht schlau, auch für, solange wir noch keine autonomen Autos haben, dass das auch Personen machen, die sich im Straßenverkehr, also da ist halt die Masse noch viel größer, die du in Gefahr bringen kannst, als in der Luft. Das super sinnvoll. Auf jeden Fall ist das eins der sinnvollen Sachen. Also die Zuverlässigkeitsüberprüfung, kann man sich drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Also aber das Medical finde ich auf jeden Fall sinnvoll.
Also du weißt einmal nach, dass du kein Terrorist bist, was ist total geil, aber egal. Und deine Gesundheit bestätigst genau. Und was wollen die noch haben? Den kannst du schon mal beginnen, sich anzufangen, anzumelden in der Flugschule. Und dann beginnst du so, dass du erst ein paar Stunden der Theorieunterricht machst. Es gibt 9 verschiedene Fächer für die Privatlizenz. Ich kann jetzt gar nicht mehr aufzählen, das ist drunter wie Meteorologie, Luftrecht, dann Grundlagen des Fliegens, wo du Aerodynamik lernst und sowas. Menschliches Leistungsvermögen, das ist ein Fach, wo du einfach nur geprüft wirst, okay, ab wie welcher Höhe hast du nur noch so wenig Sauerstoff in der Luft, dass du nur noch beschränkt fähig bist, also Entscheidungen Bio, zu treffen. Also Physik, Sachkunde. So in etwa, das wirst du so. Nur mit Schwerpunkt Fliegen. Genau, das wird alles mal so kurz erklärt. Und nach den ersten 2-3 Stunden kannst du dir schon mal eine Stunde mit Fluglehrer dir buchen und dann mal die erste Runde drehen. Ach echt, so schnell? Das kannst du relativ früh machen, das ist kein Problem. Solange du mit Fluglehrer fliegst, ist alles kein Problem. Könntest du direkt am Anfang machen, aber die haben halt geraten, erstmal ein paar Theoriestunden zu machen, um so die Grundlagen des Fliegens zu lernen, wie das funktioniert. Ich glaube, ich würde von meiner Persönlichkeit halt auch, wenn ich sowas angehe, auch lieber erstmal ein bisschen was über die Theorie erfahren, bevor ich dann einfach so, ach, lass mal machen. Genau, das habe ich auch gemacht. Das ist einfach nicht schlecht zu wissen. Ja. Und das beginnt dann irgendwie mit Theorie habe ich dann im Flugstunden parallel und irgendwann geht es dann halt beim Theorieunterricht auch dazu hin, dass du Funkprüfungen dann lernst. Du brauchst nämlich, bevor du auch das erste Mal alleine fliegen kannst, noch eine weitere Lizenz von der Bundesnetzagentur, die bestätigt, dass du auch funken darfst. Also gibt auch wieder beschränkt gültiges Flugfunkzeugnis Klasse 1 und 2. 2 ist nur in, das kann ich natürlich, das werde ich wahrscheinlich genau falsch rum sagen, 2 ist glaube ich nur in Deutsch und 1 ist Deutsch und Englisch, dass du funken darfst, wo du dann halt die ganze Phraseologie lernst, wie du mit dem Tower redest, wie du die anzusprechen hast, was für Phrasen du sagen musst, wenn du das und das machen möchtest, wo du das mal ein bisschen lernst und dann musst du dann von der Bundesnetzagentur abgenommen werden. Das musst du in Köln machen, dann wird so ein Flug simuliert, dass du hast vor dir die Anflugkarte und der Prüfer sitzt vor dir und fragt dich so ab, ja, du bist jetzt da und da, möchtest in die Kontrollzone einfliegen und jetzt simulieren wir das mal. Also ich bin die Funkkontrollstelle und du funkst mich jetzt an und redest du wirklich diesen Funkverkehr mit dem Prüfer dann durch und der versucht dir immer irgendwas reinzuwerfen, um dich ein bisschen aus dem Tritt zu bekommen und guck, ob du das kannst. Und das machst du dann ist irgendwann dann auch noch parallel. Wie ein Film hier, Charlie Foxtrot, genau, NATO-Alphabet. 731, 75 Grad, Missiles. Komm auf uns zu! Genau, das ist gar nicht mehr so falsch. Oh, bis auf die Messe. Das hatte ich das noch nicht. Vielleicht kommt das denn irgendwann mal. Aber sonst ist das. Kann dir ein paar Gebiete aufschreiben, in die du vielleicht mal fliegen willst. Das lernst du zum Beispiel auch. Flugkarten lesen und wo du nicht reinfliegen darfst. Es gibt ja auch die Flugkarten, wo du sagst, wo du darfst nicht reinfliegen. Gerade in Aachen hatten wir das. Wir hatten ja das Forschungszentrum Jülich in der Nähe, da ja ein ehemaliger Testreaktor war. Und über dem ganzen Forschungszentrum war halt auch bis 2200 Fuß Flugverbotszone, wo du nicht einfliegen durftest. Wie sieht man das denn? Ich habe hier wirklich gar keine Ahnung. Da ist ja in der Luft nicht auf einmal so eine Grenze, so, oh, Mauer, ich weich mal aus. Das ist halt das Problem beim Sichtflug. Ich hatte die Lizenz nur auf Sichtflug gemacht und du hast halt dann jedes Jahr eine neue Karte, die du kriegst. Wie eine Straßenkarte, nur ein bisschen weniger detailliert, was Straßen angeht, sondern ein bisschen weiter von oben dachte, zu sehen. Genau, die Straßen wären wichtig. Du guckst dann einfach aus dem Fenster mal runter, so. Warte, das müsste die Schillerstraße, nee, warte, die biegt ja Feuer. Genau das ist das Problem. Aus ein paar tausend Fuß siehst du die Straßen nicht mehr, die du meinst, die es wären. Du siehst vielleicht große Autobahnen, die eingezeichnet sind, aber so kleine Straßen ist dann schwer zu erkennen, deswegen sind die dann nicht mehr eingezeichnet. Da sind es eher Wälder, große Flüsse, Seen, wo du dich orientieren kannst. Und dann sind die Gebiete eingezeichnet, wo du nicht reinfliegen kannst mit irgendeinen Angaben. Und dann musst du ungefähr gucken, ja, das haut hin, das ist das Gebiet, wo ich besser nicht reinfliege. Aber genauer kannst du es dann auch mich nicht sagen im reinen Sichtflug. Ja, krass. Aber mittlerweile haben die halt auch GPS drin, wo auch so Karten drin sind, die dir sagen, okay, du fliegst gerade auf ein Gebiet zu, wo du nicht reinfliegen darfst. Aber sonst mehr ist es wirklich Technik, eyeballing. Mehr Erleichterung auch, definitiv. Auch in der Luft. Ja, das ist auf jeden Fall auch sinnvoll, weil du bist halt im Zweifel alleine Pilot in dem Flugzeug. Und nicht nur im Zweifel, du bist immer alleine Pilot und verantwortlich. Und da hast du halt auch Workload und dann ist es einfacher, mehr Technik zu haben, dass es erleichtert. Sogar auf Karte gucken, gleichzeitig gucken, wo man ist und da nicht reinfliegen, das Flugzeug aber noch gerade halten. Und das ist dann natürlich ohne Technik auch irgendwann anstrengend und fehlerträchtig. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn du noch immer ein GPS da hast, dass du sagst, okay, du begibst dich gerade in einem Gebiet, wo du besser nicht reinfliegst. Ja. Weil sonst wird es teuer. Und ja.
So erkennst du es ungefähr denn? Ich habe das mal von einem von der Binnenschifffahrt ein bisschen mitbekommen. Da fahren die halt ja auch, die fahren, denen ist ja Tag und Nacht quasi egal. Da fahren die halt mitten in der Nacht einfach nur auf Radar, ne? Du guckst da einfach oben aus dem Stand raus und siehst nichts. Total merkwürdig. Gibt es sowas wie Radar im Flug auch noch? Radar jetzt nicht, aber es gibt, also ich habe die Lizenz für Visual Flight Rules, VFR, gemacht. Mhm. Es gibt auch den Instrumentenflug, IFR, wo du dann nur nach Fluginstrumenten fliegst und wie du es hast, du hast schwarz draußen, schwarz, du siehst nichts, mhm, guckst nur in dein Cockpit rein und hast die Instrumente zum Fliegen dann da. Sind jetzt keine Radarinstrumente, das ist alles über Funkinstrumenten gemacht. Mhm. Also du hast teilweise Bodenstationen, die auf einer bestimmten Frequenz, eine Funkfrequenz, was senden, was Daten senden. Und dann und die fängst du auf und hast so eine Nadel. Genau, die zeigt mit, an, genau. Wie lange braucht das Signal, um bei mir anzukommen und wieder zurückgeschickt zu werden? Genau, aus welcher Richtung kommt es, genau. Okay. Und dann machst du es halt so über so Instrumente denn und so versuchst du dich dann zu orientieren. Radar wäre da wahrscheinlich einfacher, aber obwohl, weiß ich gar nicht. Aber da habe ich auch keine Lizenz für. Werde ich vielleicht irgendwann machen, aber der Flughafen, wo ich ja die Lizenz gemacht habe, war so klein, da durftest du nur bei Tag starten und landen. Deswegen war das eh egal. Und auch nicht bei schlechtem Wetter. Gibt es da jetzt auch so Vorschriften einfach, 50 Theoriestunden, 3 Praxis und dann meldet man sich zur Prüfung an, wie beim Führerschein? Oder wie sieht das dann aus? Gibt es auf jeden Fall. Du musst vor Anmeldung zur Prüfung alle Theorieprüfungen fertig haben. Also alle diese 9 Prüfungen, Theorieprüfungen musst du fertig haben. Ach, alle die Fächer haben nochmal so die haben, Zulassungsprüfung und die sagen dann... 9 Prüfungen bei der Landesregierung hier in Düsseldorf war das, genau. Du musst dann, hier Bonneshof ist das Dezernat, was für Luftrecht zuständig ist, also Luftfahrt zuständig. Kann man die ist. Einzeln machen oder sagt man irgendwann so, ich mache jetzt für diese 9 Dings und dann kriegt man... Kann man alle zusammen, kann man zusammen machen alle? Dann zahlst du halt einmal 0 Prüfungsgebühr. Du kannst sie dann so staffeln, wie du willst. Ich meine, die beiden Prüfungen zusammen und dann noch die 3 zusammen. Man dann bezahlt pro jedes Prüfung Mal oder ist ein Vorteil, wenn man einfach 9 zusammennimmt, bezahlt man nur eine Prüfung? Eine Prüfung zahlt man dann, genau. Man zahlt die Prüfungsgänge, wo du, so oft du da hingehst. Okay. Also es wäre praktisch, alle 9 zusammen machen. Ja. Alle 9 zu machen. Allerdings habe ich das nicht so gemacht. Ich habe es in 3 Anläufen sogar gemacht. Ich habe mir wirklich kleinere Packs rausgesucht, immer so Dreierpacks, weil ich dachte, das ist mir zu stressig, dass 9 Prüfungen neben der Arbeit noch zu lernen und das dann auch zu schaffen. Das stimmt. Bevor ich dann durchfalle oder ich eine Prüfung und dann eh nochmal hin muss, mache ich dann lieber 3 Dreierpacks und bestehe den direkt auf Anhieb. Aber das kann man sich staffeln, wie man will. Das kann man machen, wie man will. Das schreibt dir keiner vor, wie du es machen musst. Und die brauchst du auch erst vor dem ersten Alleinflug. Genau, vom ersten Alleinflug musst du die absolviert haben. Den macht man doch eh erst, wenn man fertig ist, oder? Nein, das ist es halt nicht. Ach echt? Du machst den ersten Alleinflug schon innerhalb deiner Prüfungszeit noch als Student Pilot. Ja, irgendwann musst du halt mal lernen, auch alleine da oben zu sein, ne? Genau, das fängt auch genau an. Du machst halt erstmal die ganzen Sachen mit deinem Fluglehrer, erstmal normal Landung üben, dann Notverfahren, die ganz lustig sind, zu üben. Kann ich gleich noch was zu erzählen. Und sobald er denkt, du bist sicher genug, das Flugzeug zu führen, weil am Anfang hilft dir natürlich mit dem Pedal ein bisschen im Steuern, du merkst es gar nicht, aber auch perfekte Landung direkt von Anfang an. Nein, er hat geholfen. Bin ich gut. Genau. Gar nicht mehr, du bist erstmal so voll stolz. Aber der lässt halt immer mehr nach dabei. Und wenn er irgendwann nichts mehr macht und denkt, oh, das ist schon einige Landungen, auch mit Seitenwind und sowas, die gut gewesen sind, da war es bei mir so, ich wusste von nichts. Ich bin halt mit dem Fluglehrer geflogen, bin gelandet und dann so, räum mal bitte von Hangar. Ja, bin ich vorne angeholt, da als war vorbei die Flugstunde. Und der macht die Haube auf, steigt aus. Ich wollte auch schon mal, als er schreibt, die ganzen Zählerstände auf, wollte auch gerade aufsteigen. Nee, du bleibst drin sitzen. Du fliegst jetzt noch eine Runde. So. Okay. Ja, das war dann mein erster Soloflug. Das war irgendwann August 2014. Was war aufregender, das erste Mal mit einem Fluglehrer in einem Flugzeug zu sitzen und die ersten Meter frei über der Erde zu fliegen? Oder genau diese Situation, wo du da losgeflogen bist? Wenn ich ehrlich bin, das erste Mal mit dem Fluglehrer, ich war in dem Moment, glaube ich, so voller Adrenalin, dass ich das nicht so realisiert habe, dass ich jetzt wirklich alleine fliege. Ja. Ich habe das irgendwie so wie so im Blindflug fast schon. Ich roll zur Startbahn, mache die ganze Vorbereitung, starte und so. Ja, die startet zu schnell. Die ist normalerweise ein Zweisitzer gewesen, war recht schwer, deswegen ist sie sehr schwer hochgekommen. Mhm. Aber plötzlich war ich schon nach der Hälfte der Beine in der Luft. Ich gucke so nach rechts. Stimmt, da sitzt ja keiner. Ja, jetzt muss ich auch allein wieder runterkommen. Und dann machst du halt die ersten Flüge dann erstmal alleine. Nur in Platzrunde, also nur immer im Kreis mit Start und Landung. Und der guckt dir von unten zu und gibt dir mehr Funkanweisungen, so was du besser machen kannst. Also du bleibst über Funk mit ihm einfach. Genau, bleibst erstmal verbunden. Und so machst du halt deine Stunden voll. Dann hast du ein Minimum, was du mindestens haben musst. Kann ich jetzt auch nicht sagen bei der Lizenz, die ich habe, wo
wo du den ersten Cross-Country-Flight machst. Also wirklich vom Flugplatz weg, außerhalb der Sichtweite des Fluglehrers, zu einem anderen Flugplatz. Das und musst auch da landen. Und dann erstmal nicht. Erstmal, du sollst nur so einen Dreiecksflug machen, hast du kriegst nur einen GPS damit und du kriegst einen Flugauftrag. Und der Auftrag ist jetzt von heute von hier in Aachen, war bei mir, ich weiß gar nicht, wo ich hingeflogen bin, irgendwo in die Eifel, und wieder zurückzufliegen. Also erstmal sich zu familiarisieren, so Navigation alleine machen und dass du wieder zurückkommst alleine, mit dem Funk alleine machen, und dann bist du allein geflogen, wieder zurück, da gelandet, wieder in Aachen gelandet. Das war der erste kleine Dreiecksflug. Heißt eigentlich Dreiecksflug, weil man eigentlich drei verschiedene Stationen abklappern sollst. Ja, und dann kam der große irgendwann, wo es ja wirklich heißt, du musst auf zwei verschiedenen Flugplätzen landen. Die ganze Gesamtstrecke muss 150 nautische Meilen sein. Und dann musst du wirklich bei irgendwo am Flugplatz landen, dann hoch zum Tower stapfen, dir so eine Unterschrift holen, dass du wirklich gelandet bist, gehst du wieder runter, cool, okay. Startest wieder zum nächsten Flugplatz landen, wieder Unterschrift holen und dann wieder zurück. Und wenn du das dann gut absolviert hast, dann hast du so langsam das Niveau, wo du sagst, okay, wir können dich zur Prüfung zulassen. Mein Problem damals war, ich hatte allerdings noch nicht genügend Stunden zusammen. Ich hatte das relativ schnell durchgemacht, habe meine Stunden durchgemacht, habe meinen Soloflug schnell gemacht und auch meinen Dreiecksflug. Und dann hat er durchgerechnet, also, oh, der fehlt noch wegen zwei Stunden. Und deswegen musste ich danach nochmal so einen Dreiecksflug machen, um die Stunden vollzukriegen. Was hat er gesagt? Stunden, Zeitstunden? Zeitstunden, genau. Du hast, ich hatte, glaube ich, 45 Stunden, die ich mindestens in der Luft verbringen musste oder sowas für die Lizenz. Und da fehlten mir halt noch zwei. Und die sind auch kategorisiert mit Fluglehrer alleine so und so viele Stunden, Fluglehrer so und so viele Stunden, Überlandflug so und so viele Stunden, Verkehrsflugplätze so und so viele Stunden. Und die hatte ich halt noch nicht voll. Und deswegen musste ich es mal machen. Aber macht man eigentlich auch sowas wie Fallschirmspringen? Nee. Du darfst das auch eigentlich gar nicht. Weil das Flugzeug kann ja auf irgendwas draufstürzen. Ah, deswegen, du musst halt, wenn du als Pilot musst halt im Notfall, also da geht dann halt der Pilot mit seinem Flugzeug unter und versucht einfach so wenig wie möglich noch mitzunehmen, wenn er merkt, so, hier ist gerade nicht mehr. Ja, aber links ist es nicht so gefährlich. Dinger, wenn der Motor stehen bleibt, du segelst halt. Also, ja, natürlich. Deswegen also, natürlich ist das ist eigentlich auch gar nicht kritisch. Mein Fluglehrer hat mir damals gesagt, der hat schon zwei Motorstillstände hinter sich gehabt. Also, wo man auch erstmal denkt, okay, zwei in der Luft hinter sich haben ist schon schlecht sei, schlecht, hast du Pech. Aber der ist halt auch immer mal halt runtergekommen und hat gesagt, ja, guckst halt, jetzt wo zur das Not ist ein Segelflugzeug. Genau, guckst halt, wo das nächste Feld ist und ja, dann landest du halt im Feld. Klappt das immer? Nee, ich würde sagen nicht, aber also du nein, ich meine auch bei diesen ganz großen, bei so einer Passagiermaschine. Da hast du ein ganz anderes Problem, weil du hast halt die riesen Triebwerke unter den Flügeln hängen, die, wenn du aufsetzt, als erstes auf den Boden aufkommen. Ja. Oh, ziemlich genau. Und deswegen wird wahrscheinlich irgendwas abreißen und das wird total dramatisch. Aber so ein kleines Flugzeug hast du kein Triebwerk. Du hast einfach vorne das Triebwerk oder die Propeller, die knicken halt ab. Das sind halt nicht so stabile Dinger. Und deswegen ist es da, glaube ich, unkritischer. Aber ich glaube, selbst große Batteriemaschinen könnten theoretisch, es gibt ja welche, die ohne Fahrwerk gelandet sind und ohne Probleme waren. Deswegen, die hätten kein Problem. Ja, und das lernst du auch selbst auch in der Ausbildung. Ja. Also bei Notverfahren hast du sogar, wo du Sachen sowas lernst. Was machst du bei Motorausfall und sonstiges? Und Strömungsabriss. Das war zum Beispiel auch eine andere interessante Übung. Mit so senkrecht mal hochfliegen und sowas? Fast. Also da passiert auch so ein Strömungsabriss. Genau. Ich bin ja für sich jetzt nicht so. Nee, aber das stimmt schon. Mindestens eine oder zwei Stunden sind, glaube ich, Pflicht, dass du Notübungen und Notverfahren lernst. Mhm. Das sind erstmal so simple Sachen am Anfang wie, okay, wir machen Motor aus, dann nimmt das Gas ganz raus und dann musst du gucken, okay, von geil, wo kommt oder? Der Wind, wo ist eine Notlandefläche, wo kann ich jetzt landen? Und der Fluglehrer meldet das nochmal per Funk an, weil man geht wirklich ziemlich nah an den Boden und es ist halt die Gefahr, dass irgendein Bürger sagt, okay, da ist gerade ein Flugzeug abgestürzt und hier Polizei und alles alarmiert. Okay. Deswegen sagt man vorher im Tower Bescheid, dass die wissen, die machen gerade eine Notlandeübung. Das heißt, wenn sich irgendeiner meldet, ist, nee, wir wissen Bescheid, das ist nur eine Notlandeübung, das ist kein wirklicher Notfall. Und der sagt halt Bescheid. Und dann, ja, dann mach mal, als würdest du jetzt in dem Feld landen. Und dann wirklich ohne Motorleistung versuchst du den so anzusteuern, dass du genau zum Feld kommst. Und bis zu, keine Ahnung, was war das? 50 Meter über dem Boden schwebst du aus und dann brichst du halt ab, dann gibst du den Gas und startest dann wieder. Aber du guckst halt so, dass du auskommst mit der Leistung, die du noch hast und im Feld landen könntest. Und das machst du mehrere Male, bis du es irgendwann drauf hast. Aus verschiedenen Höhen, bei verschiedenen Windrichtungen und aus verschiedenen Lagen. Dass du einfach nur weißt, was würdest du machen im Notfall. Und was macht man ohne Motor? Man fühlt das dann halt beim Lenken. Macht man dann nochmal extra Fenster auf, damit man mehr von dem Wind mitkriegt, wo der herkommt? Nee, und so? Du musst wirklich gucken. Man fühlt es beim Lenken, jetzt kann man fühlen, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber du kannst gucken,
guckst du Bäume, wohin wehen die Blätter oder da ist ein Kraftwerk oder da kommen gerade Qualm raus, in welche Richtung geht der Qualm? Windräder, in welche Richtung haben die es gedreht, von wo kommt der Wind und so Sachen. Was ist, wenn man über so einer Stelle ist, wo nur Feld ist? Also ich meine jetzt noch nicht mal nur im Notfall, sondern auch so. Also man sagt ja immer Windverwirbelung und das ist ja... Muss einfach dann hoffen, dass es gut, also hoffen, du landest einfach so, wie du denkst. Also, wenn du nicht aber das ist wahrscheinlich deshalb, man kann ja auch mit einer Passagiermaschine, mein Gott, mein heutiges Lieblingswort, ja auch Turbulenzen nicht ausweichen, man sieht sie einfach nicht, ne? Genau, also, sowas sieht man einfach nicht. Man merkt es auch im Sommer, aber mit einer kleinen Maschine auf jeden Fall, wenn von unten der Wind oder der Boden warm wird und du Turbulenzen hast, wenn du nah am Boden bist, aber du siehst es auch wirklich vorher nicht und achtest auf nicht drauf. Und mit der Windrichtung achtest du eigentlich nur drauf, du möchtest immer gegen den Wind landen. Deswegen ist das eigentlich eine Information, die warum? Du gerne hast. Erstmal Bremsweg, wenn der Wind von hinten kommt, drückt er natürlich. Du musst mehr Anstrengung haben, zu bremsen, weil schiebt nach vorne. Logisch. Und das Gute ist, wenn der Wind von vorne kommt, ist es halt Auftrieb. Das ist trotzdem Wind, der über die Flügel geht. Das heißt, du hast trotzdem noch Auftrieb, auch wenn du langsamer wirst. Du hast die Windgeschwindigkeit, die sich noch zurechnet und somit immer noch Auftrieb hast, dass du verfällst nicht einfach wie ein Stein vom Boden. Klar, bremst der ab, aber du hast man trotzdem landet immer noch leichter, quasi. Man hofft, leichter zu landen, zumindest, genau. Deswegen versucht man immer gegen den Wind zu landen und möglichst nicht mit dem Wind. Macht man hier bei dem, wo wir gerade noch bei den Notfällen waren, also Notfallübung, auch mal so ein, so, wir fallen mit der Schnauze senkrecht so nach genau, unten? Das ist eine andere Übung, wenn bei Strömungsabriss. Erstmal machst du so simple Sachen wie Erkennen eines Strömungsabrisses, das heißt, da wird Gas rausgenommen und du musst die Maschine möglichst so halten, dass du nicht die Höhe verlierst. Das heißt, du wirst langsamer und langsamer und langsamer und langsamer. Und irgendwann trötet so ein Horn los. Da hast du ein Stall-Warning, die sagt, okay, gleich ist es soweit, wenn du weiter so fliegst, bin ich zu langsam, um dich noch in der Luft zu halten. Oh, okay. Und dann musst du eigentlich darauf reagieren, direkt Gas geben, Nase runter, damit du wirklich das abfängst und das gar nicht zum Abkippen lässt. Also gar nicht abreißen lässt. Und wenn man nicht Gas geben kann, weil kein Motor genau, da ist. Genau, das sind die ersten Übungen, die du machst. Aber das kommt, das so geht auch noch so weit, dass du das gar nicht machen kann. Genau, dass irgendwas schief geht irgendwie. Also nämlich dann wirklich bis zum Strömungsabriss. Du hältst die und sobald du das Horn beginnst zu tröten, fängst du dann an zu ziehen. Das heißt, du machst eigentlich das Gegenteilige, was du eigentlich machen solltest. Du versuchst die in der Maschine, denn, obwohl die schon abreißt, der Strömung, immer hochzureißen. Yeah. Und dann passiert es, dass an einem der beiden Flügel als erstes die Strömung abreißt. Das heißt, mit der Flügelseite kippst du nach unten und dann schnauze nach unten und fällst wirklich nach unten. Und dann ist die Übung, die Maschine also wieder abzufangen. Also man kippt wirklich so. Genau, du weißt nicht, ob links oder rechts. Irgendeiner der beiden Seiten reißt immer als erstes ab. Ja. Yeah. Und zu dieser Seite kippst du weg und dann kippt die meistens die Nase nach vorne und dann gehst du wirklich durchstreckst Richtung Boden erstmal. Und das hatte eben mein Fluglehrer das erste Mal vorgemacht und ich so, ja, das reicht jetzt auch. Allerdings ist es auch Prüfungsbestandteil eventuell. Das heißt, man muss es auch erstmal lernen, wie man darauf reagieren muss, wie man die Maschine abfängt. Und deswegen musste ich auch noch ein paar Mal machen. Und im zweiten, dritten Mal hat es sowas von Spaß gemacht. Einfach nur noch, es ist einfach, du hast kurz auch die Schwerelosigkeit. Das war schrecklich, oder? Das erste Mal war so schrecklich. Also es war echt nichts, was bewusst mir Spaß gemacht hat. Einfach genau das zu machen. Genau, und das ist dann auch wieder so kontraintuitiv, wie man das abfängt. Man gibt nicht Gas und versucht, sie abzufangen. Nö, du gibst Gas eher nochmal raus und fängst die langsam ab und gibst dann erst wieder Gas. Also das erst mit reinzukriegen, weil wenn ich denke, ich bin zu langsam und ich möchte jetzt diesen Strömungsabriss vermeiden, denke ich, okay, ich gebe Gas. Aber ist gar nicht so. Wenn man fällt, so möchte man erst Gas rausnehmen, damit du nicht zu schnell wirst. Und auch dieses genau kontraintuitive dann auch zu machen, um einfach das reinzukriegen. Erstmal war es so, nee, ist nicht meins. Aber irgendwann hat es Spaß gemacht und jetzt ist es schade, dass man es alleine nicht mehr machen darf. Ja, weil man auch weiß, was man machen muss. Ne? So ist ja, begib dich mal einfach selber in Gefahr. Ne? So, genau. Du gehst halt bewusst diese Gefahr ein. Wo wir dann wieder beim Straßenverkehr sind. Ich halte es ja auch für sinnvoll, diese was man privat dann noch machen kann auf diesen Verkehrsübungsplätzen, hier mal diese Extremsituation auf nasser Fahrbahn mal schön in die Vollbremsung gehen und so. Das kann man ja privat, weil man das interessant findet, mal machen. Das gehört für mich eigentlich auch in so eine Ausbildung für einen Führerschein rein. Vielleicht in gewissen Abständen, dass man es wiederholt einfach auch nochmal. Ja, genau. Behält, genau. Wie heißt das? Verkehrssicherheitstraining. Genau. So heißt das. Genau die Sachen, die da drin sind. Auf nasser Fahrbahn, ne, mal wirklich die Möglichkeit haben, einfach voll in die Eisen zu gehen. Die meisten haben das halt noch nie gemacht, ne? In der Führerscheinprüfung machst du sowas einfach gar nicht. Ja, deswegen. Aber warum? Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, sowas mal zu lernen, weil ein Fahranfänger weiß halt nicht, wie es funktioniert und sowas genau. Da auch zu machen, und sinnvoll. Und dadurch, du hast ja gesagt, die ersten Male total schrecklich, aber nachher macht es einfach Spaß. Ja, du weißt halt, welche Gefahr, und man soll ja nicht die Angst vor der Gefahr verlieren, sondern
die Situation einschätzen können. Wissen, damit umzugehen zu können, genau. Ja. Das ist auch richtig so. Gerade in der Luft ja halt umso wichtiger, genau solche Situationen zu kennen und auch gelernt zu haben, was man da macht. Wenn du da in Panik gerätst, geraten würdest, ne, wäre so, ja, das war's dann wohl. Und so weißt du so, ha, ja, ist brenzlig, aber ich habe gelernt, genau. Ich weiß. Ich habe so oft geübt und eigentlich sollte das nicht schief gehen. Und deswegen, zumindest was ich jetzt habe, ist ein Armbruch oder sowas. Kann ich mitleben. Also Armverhalt auch wieder. Aber als du mich mal mitnimmst, die Übung brauchen wir trotzdem. Darf ich leider auch nicht. Das ist nur mit Fluglehrer erlaubt, yeah, zu machen. Okay. Finde ich auch sinnvoll. Allerdings, muss man die auch anmelden auch und so ein Kram, ne? Genau, ja, also genau. Wenn irgendeiner unten sieht, oh, da fällt gerade ein Flugzeug runter. Ich rufe mal besser die Polizei und Feuerwehr. Nein, nein, das war's. Genau, ja, so. Kollegen. Und das möchtest du, glaube ich, auch nicht haben. Ich kann das auch, glaube, das kann auch ziemlich Ärger geben dann hinterher. Und, yeah. Nee, die Übung werde ich nicht machen. Aber es ist auch so schön zu fliegen, so ist es nicht. Gerade wenn man einmal über den Wolken ist. Also man muss diese Übung auch nicht haben, um Spaß zu haben. Was gibt's denn für Verkehrsregeln? Rechts vor links. Das ist definitiv eine Verkehrsregel. Auch in der Luft. Wo ist in der Luft rechts und links? Und was ist mit Sachen, die von unten kommen? Ja, das ist immer so eine Sache. Grundsätzlich, wenn du zum Beispiel ein Flugzeug überholen willst und kommst von oben, hast du immer darauf zu achten, dass du nicht kollidierst. Weil der, der unten unter dir ist und kann vor dir ist, sieht nicht, dass nicht da ein Flugzeug kommt. Richtig. Deswegen erstmal so Sachen. Und dann so Sachen wie der Schwächerad immer vorrecht, wie jetzt ein Segelflieger, der kann halt nicht mal schnell wieder durchstarten und Gas wie geben. Wie so eine Motormaschine. Wie eine Motormaschine, das heißt, der hat immer Vorrang. Luftschiffe haben Vorrang. Und dann kommen Verkehrsmaschinen, erstaunlicherweise, obwohl die ja größer und stärker sind, haben Vorrang vor Privatfliegern. Inwiefern Vorrang? Bei allem? Ausweichen. Also wenn du musst es eher der Verkehrsmaschine ausweichen als die Verkehrsmaschine dir. Ja, okay, du bist ja als kleinere Vieh auch vielleicht auch wendiger. Das ist ein Punkt, der dabei ist. Du kannst schneller ausweichen. Und da sind halt mehr Personen mit drin, ne? Mit denen machst du nicht mal eben so einen Rechtsschwenk mit 120 Leuten drin. Oder? Ja, das kommt wahrscheinlich auch dazu. Allerdings kann man ja auch wieder Menschenleben nicht aneinander aufwerken. Das darf man auch. Deswegen ist das, glaube ich, nicht die richtige Argumentation laut dem Gesetz. Ja, Robotik. Genau, ja, genau. Aber vom Gesetz her ist es, glaube ich, eher, du kannst mit einer kleinen Maschine einfacher ausweichen als so eine große Verkehrsmaschine. Und das sind nur die Regeln. Und rechts vor links ist halt, wenn du irgendwo fliegst und von dir kommt, von wirklich auf deiner rechten Seite kommt auf der gleichen Höhe einer entgegen, der deine Flugbahn theoretisch kreuzen würde, hat der erstmal Vorrecht. Okay. Das heißt, du kannst ausweichen oder sonstiges, also Höhe erhöhen oder verringern, gerade was du darfst und was du nicht darfst. Du darfst ja nicht immer beliebig hoch oder beliebig tief fliegen. Ich wollte gerade fragen, darf ich einfach so, weil der Himmel ist gerade frei, so zickzack und hoch und runter fliegen, wie ich will? Jein. Oder gibt es da jemanden, der sagt, bist du besoffen? Flieg geradeaus auf genau 52 Meter Höhe und Das sagt bestimmt jemand, aber das ist auch so ein Jein-Antwort. Es gibt verschiedene Lufträume. E ist der meiste, G und E sind die meisten, wo du fliegst. Das ist so der unkontrollierte Luftraum. Da darfst du machen, was du willst. Links und rechts fliegen und sonstiges. Der ist definiert bis eine gewisse Anzahl an Fuß über Grund. Das ist peinlich, ich kann es gerade nicht sagen, wie viel Fuß es ist. Ist ja nicht schlimm. Also der ist wirklich abgrund und dann so viel Fuß nach oben ist der Grund von G. Ist das E-Ding dann auch das, wo gerade so Drohnenbesitzer dann immer gerade mitspielen? Die dürfen maximal ein E fliegen, das glaube ich schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer Drohnenbesitzer ist, aber die dürfen auf jeden Fall nicht außerhalb von E fliegen. Wobei auch da bin ich mir nicht sicher, ob die nur ein G fliegen dürfen. Also das ist der ganz am Boden der Luftraum. Dass die da nur also unter E noch. Vielleicht nur unter E. Ich bin mir da nicht sicher, aber auf jeden Fall in dem unkontrollierten. Stelle ich mir halt gefährlich vor, ne? Also deswegen, wenn da schon Sportmaschinen rumfliegen, so eine Drohne siehst du halt überhaupt nicht, ne? Deswegen finde ich ja gut, dass sie generell von Verkehrsflughäfen und normalen Flughäfen einen Abstand haben müssen, weil wenn du gerade im Landeanflug bist, da ist mit einer kleinen Maschine, du siehst sie nicht schnell genug. Und da hat es echt Auswirkungen, die böse sein könnten. Und ich wollte schon sagen, darum geht es ja nicht, dass diese Drohne dann kaputt geht, sondern das kann das Menschenleben kann kosten. Also deswegen soll das nicht sein. Und dann gibt es andere Luftbereiche, die kontrolliert sind. Luftraum C zum Beispiel ist ein kontrollierter Luftraum. Der ist über 10.000 Fuß, wo dann nur Verkehrsmaschinen größtenteils fliegen. Du kannst auch als Privatmann da fliegen, aber brauchst du mit Genehmigung. Da darfst du mit Genehmigung einfliegen. Ab 10.000 Fuß ist es kontrollierter Luftraum. Und um Flugplätze rum. Da gibt es so eine Trichterform, das geht nach außen immer höher vom Boden entfernt. Und zum Flugplatz immer näher am Boden geht bis die Kontrollzone. Das heißt, du kannst so Trichter drunter richtig so weiter weg. Die Winkel, wie so gelandet wird. So gelandet wird. Bisschen mehr, weil du halt runterfliegen kannst in dem Bereich. Da darfst halt nicht ohne weiteres einfliegen. Da musst du auch immer Genehmigung von dem nächsten Tower-Lotsen haben, dass du einfliegen darfst. Und dann gibt es noch Kontrollzonen um Flugplätze, wo du dann auch
außerhalb des von Flugplatzes bestimmte Punkte hast, die auch wieder nach NATO-Alphabet buchstabiert sind, Alpha Gilo oder sonstiges. Und das sind Meldepunkte. Wenn du an diesem Punkt angelangt bist und möchtest in diese Kontrollzone einfliegen oder durchfliegen, muss ich auf dem Tower melden, hallo, ich bin die Maschine, ich bin an dem Kontrollpunkt, ich würde gerne... Woher weiß ich jetzt wieder, dass ich mich jetzt melden muss? Es steht auch in den Flugkarten drin. Also wieder in der Karte muss ich gehen, ab hier müsste ich mich melden, ob ich da durch darf. Genau, oder hoffentlich dein GPS sagt es dir. Aber das müssen genau, wo du sagen musst. Genau. Ja. Und dann steht auch meistens eine Frequenz bei, wo du dich melden musst, das ist meistens vom Tower Lotsen. Sagst, was für eine Maschine bist, wie groß du bist, was deine Intention ist, was du machen möchtest. Kannst du ja sagen, ich möchte jetzt landen bei euch oder ich möchte eigentlich nur von hier, von Kilo. Intention ist einfach, du hast ja vorher schon bestätigt, dass du kein Terrorist bist, also von daher. Ja, Intention. Genau, ich habe nicht vor, jetzt irgendeinen Anschlag hier zu machen. Ja, aber genau, du musst halt sagen, was du machen möchtest. Mhm. Dann sagt dann, okay, darfst jetzt einfliegen oder darfst nicht einfliegen. Und sobald du halt eingeflogen bist in diesem Bereich, darfst du auch nicht mehr frei fliegen, genauso wie bei C. Die sagen dir dann, wie du fliegst. Das ist ein kontrollierter Luftraum. Mhm. Das heißt, wenn du in der Kontrollzone bist und er sagt dir, fliege den Kurs, dann fliegst du den Kurs. Also bestätigst du noch und fliegst den Kurs und du fliegst dann nicht zickzack. Und dann ist es halt sein Hoheitsgebiet quasi. Du bist zwar als Pilot immer noch der Letzte, der die Entscheidung treffen darf, wenn du meinst, da kommt dir ein Flugzeug entgegen, das mache ich jetzt nicht. Darfst du das natürlich machen. Allerdings musst du natürlich auch begründen können, warum du es jetzt nicht gemacht hast. Also du solltest den eigentlich schon auf den Tower. Also in solchen Zonen halt hat halt der Mensch in diesem Tower, den du anfängst, Hausrecht und genau, du hast das ist halt dein Hausrecht, genau. Alle anderen Zonen sind wirklich dann in Höhe aufgeteilt? Genau, ab 10.000 Fuß ist es nur C, also gibt es nur noch den Luftraum C, das ist immer ein kontrollierter Luftraum, der wird dann über größere Radarcenter, wie jetzt Langen, München ist, glaube ich, Nürnberg und sowas, die fast vier Zonen in Deutschland, wo Radarcenter sind, die das dann managen und bei denen meldest du dich dann, sagst du, ich möchte in den Luftraum einfliegen und da musst du auch, ich glaube, zumindest eine spezielle Lizenz, ich glaube, die CVFR-Lizenz haben, beziehungsweise IFA-Lizenz haben für den Instrumentenflug, weil die dir genaue Kurse angeben und du musst auch genau fliegen können. Mhm. Du darfst jetzt nicht, das ist ungefähr der Kurs fliegen, du musst fliegen. Guck mal, rechts ein Eichhörnchen. Exakt, also du musst wirklich denen genau folgen und auch nicht große Abweichungen haben. Das heißt, klingt danach, dass unten hier schon am meisten Spaß macht, oder? Und man sieht noch was von der Welt. Ja, ich fliege meistens dann auch so 8.000, 9.000 Fuß, ist noch unter dem Kontrollzonenbereich. Mhm. Allerdings noch so, dass du ein bisschen weiter sehen kannst, genau. Also ich würde auch mal gerne höher fliegen, allerdings ist das auch ein Problem, ab 10.000 Fuß musst du Sauerstoff mitführen. Und ich habe keine Druckkabine, das heißt, ich müsste eine Sauerstoffflasche bei mir haben und die habe ich einfach nicht, die müsste ich mir selbst kaufen und die dann mitführen. Und das ist mir bisher nicht wert gewesen, zu machen. Das ist aber über 10.000 Fuß würdest du fliegen, wenn du jetzt eine längere Strecke fliegst oder wenn du über Meer fliegst. Du bist angehalten, über Meer immer eine Höhe einzuhalten, mit denen du notfalls im Segelflug noch Land erreichen könntest. Und okay. Das hatte ich noch nicht. Ich bin noch nie über Meer geflogen. Ich hatte nicht vor, in den nächsten Monaten über Meer zu fliegen. Deswegen habe ich mich da braucht man aber auch keine extra Lizenz für? Nee, oder? Solange du in Deutschland bist, nicht. Also erstmal ist die Lizenz europaweit gültig. Mhm. Allerdings kommt jetzt wieder der Flugfunk ins Gespräch. Ich habe ja gesagt, ich hatte bei der Bundesnetzagentur Deutsch und Englisch gemacht, das Flugzeugnis. Aber nur, weil du bei der Bundesnetzagentur die Lizenz für Englisch Funken gemacht hast, darfst du das noch nicht machen. Du müsstest alle paar Jahre einen Englisch Proficiency-Level-Test ablegen, dass du auch noch mächtig bist, der englischen Sprache zu sprechen. Das heißt, ich muss, ich glaube, bei Level 4 ist es alle 4 Jahre nochmal nachweisen, dass ich Englisch kann. Und das wird in die Lizenz eingetragen. Und erst wenn ich das hätte, dürfte ich auch in andere Länder fliegen und dann nochmal übers Meer da fliegen. Und aber das ist wirklich nur abhängig von der Kommunikation dann? Also die Lizenz ist europaweit gültig. Also das ist kein Problem. Mhm. Also meine ist europaweit gültig. Die PPL ist sogar weltweit gültig. Das ist wahrscheinlich das Vierfache. Jetzt ist das gar nicht mehr so viel teurer, aber ein bisschen teurer ist das schon. Deswegen hat sie bei mir einfach gesagt, lohnt sich nicht, dass ich außerhalb von Europa fliege, geht gegen null, das ist die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen habe ich das gar nicht gemacht. Ich habe lieber Geld gespart und dann nur diese Europa-Lizenz. Aber da habe ich auch noch nicht die englische Sprachlevel-Test gemacht. Weil mir reicht ja erstmal in Deutschland zu fliegen und jetzt wieder alle 4 Jahre nochmal ein paar hundert Euro auszugeben, nur nachzuweisen, dass ich Englisch sprechen kann. Das war es mir dann auch nicht wert. Werde ich irgendwann machen. Irgendwann möchte ich auch wahrscheinlich mal ins Ausland fliegen, aber
Bis jetzt nicht. Bis jetzt darf ich nur in deutschsprachige Länder. Also ich könnte theoretisch runter nach Österreich oder in die Schweiz. In die Schweiz, ja. Aber wobei Schweiz weiß ich auch gar nicht. Und dann war Europa, ich war nicht EU-begrenzt. Ich weiß es gerade gar nicht. Hier müsste ich sogar noch nachgucken, ob es Europa oder EU ist, wo die Begrenzung war. Aber Österreich darf ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich gibt es doch dann auch sowas wie Mofa und LKW und normaler PKW. Das gibt es doch bei Flugzeugen bestimmt auch. Du machst jetzt nicht einen Flugschein und dann darfst du dich auch in eine Boeing setzen. Ja, das ist sogar noch komplizierter. Juhu! Du hast, ich habe nichts anderes erwartet. Das ist sowas von durchreguliert. Du hast erstmal normal die Lizenzen, die Pilotenlizenzen. Ein Flugzeug mit zwei Flügeln. Ein Flugzeug mit drei Flügeln. So in etwa kommt das sogar auch gleich noch. Erstmal hast du... Und ich wollte nur einen Witz machen, sorry. Das ist leider kein Witz. Na gut, es ist ein Witz, wenn man es so sieht, aber es ist wirklich so geregelt. Du hast ultraleicht, denn Lappel, es ist Light Airway... ultraleicht Airplane. Ist, wenn du so ein Wingsuit anhast? Bis oder? 720 Kilo. Das Gewicht des Flugzeugs. Das Flugzeug, maximales Abhebelgewicht, genau. Denn Lightweight ist bis 2 Tonnen. Mhm. Dann gibt es die PPL, also Privatpilotenlizenz. Da weiß ich gar nicht, was die maximale Grenze ist. Die habe ich auch gar nicht. Ich habe die Lappel-Lizenz. Und dann gibt es schon CPL, Commercial License. Dann darfst du auch Passagiere für Geld mitnehmen, weil das darfst du erst so grundsätzlich machen. Macht es dann einen Unterschied, ob motorisiert oder nicht? Oder was für ein Motor? Ja, auch. Da komme ich gleich weil noch zu. Weil bis jetzt ging es ja nur ums Gewicht. Genau, das kommt noch danach. Und dann gibt es noch die ATPL, das ist die Airline Transport Pilots License. Das sind dann die großen Jungs, die wirklich im Verkehrsflug fliegen. Und alle diese Lizenzen sind auch unterteilt in Lappel A zum Beispiel für Airplane und Lappel H für Hubschrauber, wo die Begriffsbeschränkungen dennoch auf den Flügler umgemünzt sind, also okay. Drehflügler oder Festflügler. Und in dem die Lizenz zum Beispiel jetzt bei der Lappel A gibt es denn noch, bei mir zum Beispiel ist es SEP in Klammern Land, das heißt Single Engine Piston Land. Ich darf ein Flugzeug mit einem Motor, es muss kolbengetrieben sein, yeah. Single Engine Piston, und ich darf nur auf Land landen, ich darf kein Wasserflugzeug landen. Da ist diese Engine-Beschränkung drin. Ich darf kein zweimotoriges Flugzeug fliegen. Ich darf kein Turboprop fliegen. Ist andere Lizenz. Also, dass du jetzt kein Düsenjet fliegen darfst, das verstehe ich ja. Aber warum jetzt, ob du jetzt einen Motor oder zwei Motoren und also wenn man halt die Leistung beschränken würde, also Düsenjet mit Überschall würde ich ja verstehen, aber ob du jetzt ein oder zwei Motoren hast, die 50 Knoten fliegen? Nee. Knoten ist Geschwindigkeit, aber 50 wäre zu wenig. Da hebst du noch nicht ab. Ja, auch immer. Ich wollte, Knoten. Also alles in nautischen Einheiten, leider. Bei den zwei Triebwerken ist halt auch, wenn eins der Triebwerke ausfällt, hast du asymmetrischen Schub. Das heißt, fällt sich anders. Die steuert sich anders. Das musst du gelernt haben, wie du das machst. Das ist der Grund, glaube ich, der daher steckt. Kann man nicht einfach den zweiten Motor dann auch ausmachen? Wie dann machen wir den Segelflug. Das kann man nicht machen. Das ist eine Option. Vielleicht sollte man das der Bezirksregierung mal vorschlagen als Lizenzänderung bei dem Bundesluftfahrt-Bundesamt. Das wäre mal eine Idee. Nee, aber das ist, okay, das ist einleuchtend. Das genau. Stimmt. Natürlich verhält sich die Maschine nochmal ganz anders. Und deswegen darf ich auch keine Turboprop-Maschinen fliegen, weil da gibt es auch wieder bestimmt irgendwelche Einheiten, Kleinigkeiten, die du dich achten müsstest. Ich weiß nicht, was ist. Also, und warum du nicht Düse fliegen kannst, gibt es auch wahrscheinlich, wie du die zu bedienen hast, die ganzen Einschränkungen drin. Und was es genau ist, kann ich dir gar nicht sagen. Die mit zwei Engines möchte ich mal gerne machen. Da fällt es irgendwie in dein Flugzeug nach und da wird es auch immer zu teuer für mich wahrscheinlich. Ich würde sie gerne mal machen, mit zwei Motoren zu fliegen. Aber alles, was da drüber ist, ist auch, glaube ich, im privaten Bereich relevant. Weil du brauchst einfach keine Maschine, die so viel Leistung bringt. Düsenjet, da kannst du... Doch, weil man es kann. Ja, okay, weil es Spaß macht. Das kann ich auch verstehen und das würde ich auch, aber so aus finanzieller Sicht ist es wahrscheinlich dann auch nicht mehr rentabel, fein zu machen. Braucht man eigentlich noch schon einen Flugschein, wenn man Heißluftballon fliegen will? Und macht man das dann auch das hab ich vergessen, an so einem Flugplatz? Es gibt nicht nur A und H, sondern auch H für Ballon. Also das macht man ja, auch da. Nicht genau. Im B für Ballon, nicht H für Ballon. Kann man, wenn man irgendwas, du bist ja auch irgendwo jetzt in der Mitte dieser Tabelle gewesen, darf man alles darunter dann auch? Oder
Darf man dann nur das? Du darfst meistens nur das. Mhm. Es ist nicht immer so zu sagen. Ich glaube. Also beim Führerschein ist ja so, wenn ich Klasse B habe, darf ich halt auch trotzdem Roller fahren. Weißt du so? Ja, aber auch nur beschränkt. Du kannst zum Beispiel, wenn du einen LKW hast, darfst du nicht Auto fahren. Mittlerweile, ja. Aber das. Was? Da, mit dem LKW darf ich kein Auto fahren automatisch? Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wird separater. Ich weiß nicht, wann, es haben sich viele Sachen ja auch geändert. Ich weiß, dass meine Mutter mit ihrem LKW-Führerschein. Ja, also halt diesen auch kleinen LKW-Führerschein. Und durfte halt auch 128er fahren. Das haben sie irgendwann geändert, dass mit dem normalen Führerschein nur noch keine 128er mal fahren durftest oder so. Genau, das durfte man auch. Also die Leistung war dann zu groß dafür, dann brauchtest du einen extra Führerschein. Genau. Also hier musst du dann halt schon die speziellen Sachen, die ihr haben willst. Größtenteils ja, also ultraleicht muss natürlich nicht mehr, also wenn ich eine höhere Lizenz habe, ultraleicht muss jetzt nicht so viel mehr machen. Weil Segeln lernen sie alle. Weil so ein, genau, so in etwa. Nee, Segelflugzeug ist doch ganz anders. Obwohl, so ein Segelflugzeug hat ja auch mal so doppelt so große Spannweite. Ist das nicht nochmal ein ganz anderes Verhalten? Ich denke, auch? Weil Segelflug ist gar nicht in die Lizenz enthalten. Das darfst, musst du wirklich eine separate Lizenz für haben. Mhm, okay. Ich denke mal, weil es einfach ganz anders zu fliegen ist und ich glaube, auch wenn das wahrscheinlich jetzt richtig normale Piloten nicht so sehen, ich denke mal, Segelflieger sind schon weitaus mehr Skill als jetzt ein Motorflieger, weil die haben halt nur die Möglichkeit, ich muss da landen, oh, ich muss mit meiner Energie, die ich habe, da landen, ja, wo ich hinkomme. Also die planen da, glaube ich, viel besser als das jeder Motorflieger. Deswegen, ich denke mal, ist es auch eine separate Lizenz, weil du da viel höhere Herausforderungen hast als jetzt das Motorflieger. Und deswegen ist es auch nicht inkludiert, da müsste ich ganz von vorne machen, meine ich. Vielleicht nicht Theorie, aber wenigstens die Praxis und sowas. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du hast jetzt eine Sache gemacht und dann musst du um die nächste Sache, sind das dann so wie Aufbaukurse oder genau. Haha, hier, die neuen Fächer kennst du ja schon und dann hier die Praxis auch nochmal alles von Grund auf. Oder werden dir auch Praxis und Theorie alles angerechnet? Also wenn man beim Auto ja zum Beispiel einen Hängerführerschein macht, wird das ja angerechnet und machst für den Hänger noch zusätzlich dann deine 10 Praxisstunden und vielleicht noch 2 Theorie-Hänger-Sachen und so und dann kannst du einfach zur Prüfung. Das ist zum Glück hier auch so. Also du hast erstmal deine Lizenz, die behältst du auch einfach und darauf machst du eine Einfach Aufbau. Kommen wir ja später noch drauf. Ja, einfach so, wie das stimmt. Du machst halt Zusatzschulungen. Also du kannst dann erstmal sagen, hast du ja diese VFA, also nur Sichtflug, dann kannst du dann auch eine Zusatzschulung machen für IFA, für Instrumentenflug. Die wird einfach in deine Lizenz dann eingetragen. Okay, dann darfst du auch bei Nicht-Sichtbedingungen fliegen, also nur nach Instrumenten. Genauso wie gern, wenn du zum Beispiel Single-Engine-Pisten Wasser machen möchtest, also dass du auf Wasser landen darfst, ist auch nur eine Zusatzeintragung, die du hast. Du hast keine neue Lizenz dafür. Du hast immer nur Zusatzeintragung, die du reinmachst. Und die Lizenz ändert sich so nicht. Nur, wenn du jetzt halt was Größeres fliegen willst, also mehr Tonnen, oder auch kommerziell fliegen willst, musst du eine neue Lizenz machen. Und dann ist es, glaube ich, dass vieles von einem aufbauend ist. Du musst eine PPL haben, um eine CPL zu machen. Das heißt, du nimmst die Grundlagen von der Lizenz und machst nur die Aufbauschulung dafür. Verlierst deine PPL, dann kriegst du dafür die CPL. Also es ist nicht so, dass man vorne alles neu machen muss. Ich könnte mir den Lappel für die PPL einrichten lassen, ich könnte mir die PPL einrichten lassen, wenn ich Pilot werden möchte und die ATPL machen. Also ich könnte sagen, ja, ich habe schon eine Lizenz, ich würde jetzt gerne bei der Airline richtigen Pilot werden und ich muss jetzt nur noch weniger Stunden machen. Das ist theoretisch möglich. Ob die Airline das macht, ist eine andere Sache. Oder auch statt mal das Flugzeug mal den Hubschrauber ausprobieren? Nein, das geht nicht. Also du musst, bist auf die Flügelart festgelegt. Also du kannst das also Pilot für einen Hubschrauber was anderes machen. Genau, weil es ist halt ganz andere Aerodynamik und wie du es fliegst, ist auch ganz anders. Das stimmt. Und eine Hubschrauberlizenz ist auch dreifach so teuer wie eine normale Flugzeuglizenz, was finde ich auch erstaunlich fand. Ah, dann hast du lieber den Schnapper gemacht. Ja, genau. Also, war halt gerade aus dem Studium raus und da hat man halt nicht so viel im ersten Job, dann mache ich eine günstige Lizenz. Ja, komm mal auf den Preis zu sprechen. Was kostet denn der Spaß? Zu viel. das tut wirklich weh. Die Lizenz an sich hat ein bisschen über 10.000 gekostet. Mit allen Stunden. Was heißt jetzt Lizenz? Also die Lizenz, dass ich fliegen darf. Also, dass ich jetzt diese Single-Engine-Pisten fliegen darf.
Mhm. Das heißt, von Theorie, von die ganzen Praxis, Zip, die Scheine, die Nachweise, die ich brauchte, Medical, alles zusammen, ein bisschen über 10.000. Also es ist nicht nur die reine Flugstunden, sondern auch alles, was drumherum Maintenance Prüfung, war. Prüfungen. Dein Headset kaufen, Alter. Das muss ja auch sein, dass du eigenes Headset hast und alles. Das hat so um die 10.000 gekostet. Denn Aufrechterhaltung der Lizenz geht indirekt in die Kosten. Du musst halt alle 90 Tage, genau, musst du mindestens 3 Starts und Landungen haben auf jedem Flugzeugmuster, auf das du fliegen möchtest. Das heißt, okay, wenn ich einen Zweisitzer habe, Diamond Katana zum Beispiel, und einen Viersitzer, einen Cessna, muss ich für jede der beiden Maschinen innerhalb von 90 Tagen meine 3 Starts und Landungen gemacht haben. Sonst verfällt die Lizenz für das entsprechende Flugzeug. Oder die Berechtigung für das entsprechende Flugzeug wieder. Komplett weg? Oder komplett was weg. Ich müsste dann das nächste Mal, wenn ich ja fliegen wollte, mit Fluglehrer fliegen und nachweisen, dass ich die Maschine noch beherrsche. Das heißt, wenn ich 90 Tage nicht mehr geflogen bin mit der Maschine oder zu wenig geflogen Aber das heißt dann, mir einen Fluglehrer besorgen, mit dem einen Flug machen, der sagt, ja, ja, genau, du noch fliegst eine Stunde mit dem Fluglehrer. Aber nicht der Lappen ist weg nein. Ich muss ihn komplett neu machen. Nee, aber okay. Das geht halt auch ins Geld, wenn du mehr ja, natürlich. Musst du diese ich möchte ich nicht, aber ich muss jetzt die scheiß 3 Start und Landung machen, das geht auch wieder ins Geld. Weil du zahlst ja auch für jede Landung Geld, für jeden Einflug in der Kontrollzone zahlst du Geld. Wie kommst du gerade an ein Flugzeug? Du hast ja jetzt kein eigenes Flugzeug gekauft. Du kannst zum Glück chartern. Bei den meisten Flughäfen und Flugschulen haben dann auch noch Maschinen, die du chartern kannst, wo du sagst, du machst das Charter. Das heißt, du zahlst so und so viel Euro pro Stunde, aber das ist schon inklusive Sprit. Das heißt, du hast einziges Zusatzkosten sind Landegebühren bei den Flughäfen, wo du landest und Kontrollgebühren und sowas, aber du hast jetzt keine zusätzlichen Gebühren mit, ich muss noch tanken oder sonstiges. Du zahlst danach wirklich Stunden in der Luft. Für so eine Stunde bezahlen? Zweisitzer hatte ich um die 150 Euro gezahlt pro Stunde. Für eine Stunde, okay. Jetzt beginne ich in 2 Wochen die Umschulung auf den Viersitzer. Das ist dann 210 Euro die Stunde. Das geht schon ein bisschen mehr langsames Geld. Ja, also nimmt man sich aber 4 Freunde mit und sagt, ich fliege euch jetzt mal durch die Gegend, dann teilt man das durch 4. Genau, 3 Freunde darf ich auch nur. Ich darf maximal 4 Personen insgesamt im Flugzeug haben. Yeah, aber genau. Aber und dann darf ich auch maximal je zu einem Viertel an jeden die Kosten verteilen. Ich darf von keinem mehr nehmen, weil sonst wäre es ein kommerzieller Flug und das ist mit meiner Lizenz nicht erlaubt. Ich darf auch nicht sagen, ihr müsst das zahlen. Ja. Ich darf sagen, wenn ihr mir Geld geben wollt, also du bezahlst alles machen. Und wir zahlen jetzt in der Kneipe alles. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir Bier ausgeben. Oder das dürftet ihr machen. Ich darf aber kein Geld dafür nehmen, das zu machen. Okay. Aber das ist auch mein Gedanke dahinter. Ich möchte halt mal Freunde mitnehmen können. Deswegen wollte ich 4 Sitzer machen. Okay. Auch wenn ich diese 3 Starts und Landungen alle 90 Tage alleine machen muss oder mache, muss ich nicht mehr alleine machen. Ich habe wahrscheinlich genügend Freunde, die mal mitfliegen wollen und dann wegen 4 Sitzer mache ich es erstmal. Und das ist es mir dann wert. Und dann ist es auch nicht mehr so teuer. Dann kann man halt sagen, okay, schnappt man sich eine Maschine, fliegt man mal schnell in die Eifel, isst dann Burger, fliegt wieder zurück. Also das kann man ja auch machen. Voll das gut. Ist dann schon, das kannst du auch nicht immer behaupten. So. Na, was habt ihr am Wochenende gemacht? Mal einen Burger essen. Ach so, in der Eifel. oder mal hoch zu den Inseln in Deutschland fliegen. Das wird auch möglich sein. Einfach mal hochfliegen, mal einen Tag nach Borkum und dann wieder abends zurück. Und das ist natürlich auch kurz cool. Und dann kann man es irgendwie auch leisten. Dann mit so durch 4 Teilen geht das dann auch wieder. Ja. Das ist das Geld dann schon wert. Genau, das ist dann wert. Und auch generell, wenn du in der Luft bist, merkst du das erstmal. Da musst du ja dann irgendwann sehen, dass es einfach ein cooles Gefühl ist und dass es sich schon lohnt, das mal zu machen. Und ja, deswegen hast du auf jeden Fall da auch wiederkehrende Kosten für die Lizenz halt. Dann musst du alle, Entschuldigung, muss ich zurück zum Thema, erstmal kurz. Ja. Dann hast du. Gar nichts machen. So. Hast du alle 2 Jahre oder innerhalb von 24 Monaten musst du mindestens 12 Stunden in der Luft gewesen sein und 12 Starts und Landungen gehabt haben. Wenn du die innerhalb von den letzten 24 Monaten gehabt hast, reicht eine Auffrischungsschulung mit einem Fluglehrer von einer Stunde. Dann heißt du, schnappst dir einen Fluglehrer, den musst du dann auch machen auf jeden Fall und fliegst mit dem nochmal durch. Dann machst du noch Notverfahren, ob du Landung ohne Motor kannst und alles. Und der Prüfer prüft dich mal so ab, aber kein Prüfer halt. Einfach auch nochmal so Situationen testen, die halt dann unüblich nicht sind. Mehr gängig sind. Genau, und das testet er einfach nochmal ab und zeigt dann alles. Das ist, finde ich, auch in Ordnung, wenn du diese 12 Stunden erreicht hast. Wenn du die nicht geschafft hast. 24 Monate. In 24 Monaten schaffst du, wenn du die nicht schaffst, gut. Dann brauchst du die eigentlich nicht. Also das ist nicht eng gemacht. Wenn du es nicht geschafft hast, aus welchem Grund auch immer, kannst du ja krank geworden sein oder einfach gerade finanziell nicht möglich gewesen sein, dann musst du, wenn du es nicht geschafft hast, die Stunden, um auf diese 12 Stunden zu kommen, erstmal Fluglehrer zu machen, musst du ihn machen, also du musst einfach Flugstunden nehmen, damit du auf diese 12 Stunden kommst. Und musst dann zusätzlich bei einem Flugprüfer noch eine Prüfung ablegen, dass du immer noch fähig bist zu fliegen. Das geht halt mehr ins Geld.
weil Flugprüfer ist grundsätzlich teurer als Fluglehrer. Je höher die Lizenz, die du brauchst, musst du Geld zahlen. Aber das ist halt dann nur, wenn du es nicht geschafft hast, in der Zeit das vollzukriegen. Aber sonst ist die Lizenz erstmal lebenslang gültig. Solange dein Medical weiterhin gültig ist und du die Bedingungen erfüllt hast, um zu fliegen. Aber die kannst du halt nachholen. Muss ich alle 2 Jahre, wo ich einmal kurz das mit einem Fluglehrer checken muss, dann auch den Medical nochmal vorweisen oder was? Bist du eigenverantwortlich zu machen. Das heißt, du musst selbst gesund. Nein, du musst darauf achten, dass dein Medical noch gültig ist. Also hat ein Gültigkeitsdatum eingetragen. Meinst du, glaube ich, noch 2 Jahre gültig oder sowas? Und wenn der nicht gültig ist, dann wirst du gepackt und dann steht da, ist seit 3 Tagen abgelaufen, sagen die, ja, schade. Erstmal nein. Allerdings kann passieren, dass du irgendwo landest und dann so ein Van da steht von der Bundesamt für Luftfahrtüberwachung, wie das heißt. Und die sagen, ja, Papiere. So, Führerscheinkontrolle quasi. Und wenn du denn fahren Sie mal rechts ran. Und wenn du denn dein Medical halt ungültig ist, hast du ja richtig Probleme. Ich glaube, dann kannst du auch vergessen, die Lizenz erstmal wieder zu bekommen. Und wenn du jetzt charterst. Also dann kriegst du wirklich ein Flugverbot. Ich kann es mir vorstellen, ich weiß gar nicht, was die Strafe dafür ist, aber ich denke mal. Probier das mal aus, damit du berichten kannst. Ja, das mache ich mal, wenn abgelaufen ist mit dir zusammen, denn, und dann fliegst du mit. ja, aber sonst. Ich muss ja chartern, das heißt, ich habe kein eigenes Flugzeug und da achtet auch der Vercharterer drauf. Also ich musste bei meiner Anmeldung sagen, okay, hier das mal kopieren meiner Lizenzen, da steht drin, wie lange die gültig ist und das steht im System. Und sobald die halt da abgelaufen ist, kriege ich auch keine Maschinen mehr von denen. Das heißt, das ist so die indirekte Kontrolle. Aber wenn du halt selbst eine Maschine hättest, wird das jetzt erstmal keiner direkt überprüfen. Aber sobald halt einer der Lizenzen abgelaufen ist, hast du keine gültige Lizenz mehr. Naja, aber dafür halt macht man sich einen Kalendereintrag und dann. Das steht bei mir auch groß drin, wann ich machen muss. Ich werde es auch Notification eine Woche vorher. Exakt. Ich werde auch jetzt zum Beispiel in 2 Wochen, wo ich die Umschulung auf den Viersitzer mache, werde ich auch gleichzeitig meine Verlängerung der Lizenz machen. Mhm. Weil ich habe jetzt auch 1,5 Jahre geflogen, habe meine Zwischenstunden voll. Ich habe in 1,5 Jahren gerade 15 Stunden geschafft. Das ist nicht viel. Aber durch Umzug und Arbeitsplatzwechsel war es nicht möglich. Und das war ja okay, bevor ich jetzt in den halben Jahr meine Verlängerung wieder mache, ich habe jetzt voll die 12 Stunden, mache ich jetzt auch direkt die Verlängerung mit. Ich kann mit der Einweisung auf dieses neue Flugzeug muss da gleichzeitig meine Verlängerung machen. Heißt ja innerhalb 24. Genau, Monate. Innerhalb 24. Ja, das genau, ist das Schöne dran. Die sagen perfekt. Nicht, nach 24 Monaten muss ich es machen, also innerhalb von den 24 Monaten muss ich es machen. Ab dem Zeitpunkt zählt dann wieder 24 Monate, sobald ich es gemacht habe. Ja. Und das kann man auch verbinden mit der Einweisung auf das neue Flugzeug. Ja, und wenn man das einfach gerade mal einen lauen Sommer hatte, viel Zeit hatte, Freunde, die Bock drauf hatten, dann ist man einfach viel geflogen, dann kann man einfach diese Verlängerung schon mal machen, weil es jetzt auch gerade von den Zahlen einfach schon passt. Theoretisch kannst du machen, genau, das wäre ohne Probleme möglich, ja. Du musst auch selbst gucken, dass halt dann innerhalb der nächsten 24 Stunden Monate das wieder voll kriegst, also du musst halt mal rechnen, ob das durch rentiert oder später machen möchtest lieber. Ja, aber ja, genau so ist es ungefähr. Ich glaube, da nichts vergessen. Ja, das ist ungefähr, was Lizenzerhalt angeht und was es so kostet, das die Lizenz zu behalten. Ja, ganz billig ist das nicht. Nee, das tut auch immer weh, wenn ich mehr eine Stunde fliegen kann. Aber wenn man da oben sitzt, dann ist es das wieder wert, oder? Das Problem ist, die Rechnung kommt ja danach dem Fliegen. Erstmal ist das schön. Ich möchte am liebsten vorher zahlen und danach fliegen, weil dann kommt erstmal die Rechnung und dann macht es Spaß und das macht es wieder gut, aber es kommt ja erst der ist Spaß. Ist immer andersrum. Und dann kommt erst die Rechnung und so, das tut weh. Aber sonst hast du recht, das macht schon gut. Die paar Flüge, die ich mal hatte, also theoretisch, darf ich als Sichtflieger nicht fliegen, ohne den Boden zu sehen. Mhm. Allerdings geht das, also ich darf keine Wolkenberührung haben, es muss nur so viel Abstand von Wolken haben und sonstiges. Allerdings ist die Möglichkeit, ist es so gegeben, dass... Also wenn es bewölkt ist, darfst du nicht fliegen? Jein. Wenn am Startplatz ich die Möglichkeit habe, über die Wolken zu kommen, ohne Wolkenberührung, und am Zielplatz die Garantie da ist. Aber dann siehst du auch die Erde nicht. Du musst doch die Erde sehen, hast du gesagt. Ja, immer ärztlich ist vielleicht doch nicht so richtig gewesen. Am Zielplatz auch ohne Berührung mit den Wolken unter die Wolken komme und dann wieder landen kann und das garantieren kann, dann darf ich über den Wolken fliegen. Das traue ich mich selbst ehrlich gesagt nicht, weil ich habe keine Instrumentenflugbedingungen, wenn ich dann Berechtigung, wenn ich dann nicht kann, ist es halt kritisch. Aber ich bin es einmal mit Fluglehrer gemacht und das war so schön, einfach über den Wolken zu fliegen. Du bist immer schnell durch dieses Loch durch und dann... Ich spiele gleich Reinhard Mayer ein.
Das wird jetzt passen, das stimmt allerdings. Aber es ist echt ein geiles Gefühl, einfach nur einmal über den Wolken zu sein. Ja. Du merkst es zwar in so einem Verkehrsflieger, wenn du mal kurz durch die Wolken durchstößt, du siehst es auch, das ist schön. Allerdings, wenn du so nah an den Wolken bist, dass du wirklich direkt über die geglitten bist, dann in Reichweite quasi, was du kannst aus dem Fenster raus und dann werden sie. Ja, das war einfach nur so schön. Aber ja, das habe ich mir auch nicht getraut. Aber Wolken sind gefährlich, oder? Also man kann ja auch nicht einfach mal durch die Wolkendecke durch, weil man weiß ja nicht, was da drunter ist, wenn man nicht die passenden Instrumente hat. Deswegen also, darfst du es im Sichtflug auch nicht machen, genau. Das ist einfach zu gefährlich. Du weißt nicht, was dahinter ist. Das darfst du auch wirklich nur machen, wenn du Löcher in den Wolken hast und genau da durchfliegen darfst, kannst. Aber Löcher müssen schon richtig groß sein, oder so? Ich kenne die Zahlen nicht, aber es ist vorgeschrieben, wie weit der vertikal so 12 Meter sind in so einem Flug halt nicht viel, ne? 12 Meter überfliegst du halt in so, okay. Genau, es ist angegeben, wie viel Abstand du haben musst, genau, um zu fliegen. Ich kann ja auch auswendig nicht, muss ich mal vor jedem Flug, gucke ich mal nach, was die Werte nochmal waren, darf ich gerade fliegen oder nicht. Es sind zu viele Werte, die ich gerade nicht mehr auf dem Kopf habe, dafür bin ich zu selten geflogen in letzter Zeit. Aber das ist schon cool. Und ja, es ist gefährlich. Also das Einzige, was du auch lernst, auch im Sichtflug, wenn du aus Versehen mal in einer Wolke einfliegst, wie du mit Instrumenten eine 180-Grad-Kurve drehst, um wieder rauszufliegen. Das heißt, du drehst, gehst nicht runter, du gehst nicht hoch, du gehst nicht links, nicht rechts, du drehst um. Weil von da, wo du kamst, waren keine Wolken. Du weißt nicht, was links, rechts, oben oder unten ist. Ja, deswegen dreh lieber 180, mach eine 180-Grad-Kurve, flieg wieder raus. Weil da weißt du, da war Sicherheit. Da ist kein Berg gewesen, da ist nichts im Weg gewesen. Stimmt, das kommt ja noch dazu, da habe ich gar nicht, ja. Genau, das ist, du kannst irgendwo gegenfliegen, wenn du nicht weißt, wo es ist. Und ja, deswegen richtig. Mach einfach 180-Grad-Kurve, du lernst, wie das funktioniert, auch in der Sichtflugausbildung und so fliegst du wieder raus. Und sowas bringen die dir auch dann bei. Zwar jetzt nicht alles andere, was man auch für Navigation noch bräuchte, aber das reicht ja auch erstmal aus, um sicher zu fliegen. Und das reicht auch erstmal in dem Moment. Wenn man das weitermachen muss, kann man dann noch die IFR-Ausbildung machen. Wenn man dann wirklich bei schlechtem Wetter fliegen will. Will man das? Jein, also wenn du das Flugzeug nutzt, um von A nach B zu kommen, musst du das. Also dann ist es halt keine Option zu sagen, ich habe diesen Geschäftstermin in München, es ist aber scheiß Wetter, ich kann jetzt leider nicht kommen. Dann möchtest du, glaube ich, für euch ein IFA-Bedingung, also wenn du es wirklich so machst, IFA-Lizenz haben, sagen, okay, ich fliege jetzt nach München schnell und kann auch bei schlechtem Wetter schnell starten. Du machst bald den Zipgate-Außendienst. Oh. Tim ist für sie unterwegs. Vielleicht Techniker ist informiert. Ich sollte mal fragen, ob ich irgendwie die kommerzielle Lizenz und den Schleppflug damit mir bezahlen lassen kann. Das hatten wir im Vorgespräch. Dafür braucht man auch eine Lizenz, um Sachen hinter sich herzuziehen. Das darf man nicht. Agrarflug hat eine Lizenz, dann hat Schleppflug eine Lizenz, Absetzen von Fallschirmspringern hat eine Lizenz. Mhm. Du hast alles Mögliche, alles, was du zu machen kannst. Gerade Fallschirmspringen ist ja wahrscheinlich auch nochmal kurios, weil die ganze Zeit das Gewicht sich ja auch ändert, ne? Ja, also weil weniger Leute auf einmal so. Das ist, glaube ich, wirklich komisch. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich es nie gemacht habe. Ja. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es komisch ist, weil das Gewicht sich ganz ändert. Das machen auch viele Piloten, um Stunden zu machen. Also die Flugschulen oder die Springerschulen zahlen ja meistens dein Sprit und alles. Ja, ja, genau. Und du kriegst halt Stundenbuilding, was du machst. Für manche Lizenzen brauchst du nämlich eine Mindeststundenanzahl. Zum Beispiel, wenn du diese kommerzielle Lizenz machen möchtest, meine ich jetzt, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, was ich gerade sage, kriegst du erstmal, wenn du die Theorie bestanden hast, für die ATPL, eine ATPL Frozen, das heißt, du hast Theorie bestanden und könntest theoretisch arbeiten, du musst aber mindestens 750 Flugstunden oder ähnliches, wahrscheinlich ist die Zahl noch höher, absolvieren, bis du eine volle Unfrozen-Lizenz hast, dass du die wirklich kommerziell nutzen dürftest. Dieses Stundenbuilding, das machst du mal privat, das ist nicht einfach möglich. Und dann sagst du, okay, ich gehe einfach Fallschirmspringer absetzen. Ich meine, ich krieg da kein Geld für, allerdings zahlen die mir halt den Sprit für die Maschine und ich stelle die Maschine. Dann fliege ich am Wochenende, halt schönen Wochenende. Stunden bezahlt, die in der Luft verbringst, um genau das zu schaffen. Oh, du wirst gar nicht bezahlt. Das ist das Schöne. Teilweise gar nicht bezahlt. Du fliegst einfach nur kostenlos quasi. Die bezahlen, du wirst mit Stunden bezahlt, ja, genau. Ja, sorry, ja. Also. Genau. Das ist ja für dich bares Geld, sonst müsstest du selber eine Maschine, damit du alleine durch die Luft gurken kannst, nur um das zu erfüllen. Exakt. Also, ja, und so macht das ist ja Bildung. Schon eine Bezahlung dann, wenn die indirekt, keine Maschine Geld, aber ja, du hast vollkommen recht. Ja, also, aber die machen das. Ja doch, indirekt ist es ja Geld. Ja, du hast recht. Und es ist, obwohl es Arbeit ist, trotzdem was dir Spaß macht und es ist dein Hobby trotzdem gleichzeitig noch. Ich glaub, ja. Also ohne Spaß machst du dieses Hobby halt nicht, oder? Nee, ich glaube, also du musst den Spaß dran haben. Entweder möchtest du wirklich professionell ausüben, wobei ich auch denke, dass professionelle Piloten auch da Spaß immer noch haben, dass es schon teilweise noch Hobby ist, weil es einfach Spaß macht. Aber ohne Spaß würdest du es privat auch nicht machen. Ich meine,
um nach A nach Geld B zu kommen, dann kann ich mir auch einfach ein Ticket kaufen, in Düsseldorf einsteigen und dann in München wieder aussteigen und mich fliegen lassen. Dafür brauche ich keine eigene Lizenz zu haben. Und das ist einfach, glaube ich, nicht nur die Flexibilität, sondern auch, es macht Spaß einfach zu machen. Ich meine, ich habe kein einziges in meinen über 12 Stunden, ich jetzt alleine schon geflogen bin und ich habe, glaube ich, insgesamt 75 Stunden schon, habe ich noch keinen einzigen sinnvollen Flug gemacht. Ich habe immer Flüge aus Spaß gemacht. Ich bin mal in die Eifel geflogen, am Eifel rumflug, bin über den Nürburgring geflogen, habe mir geguckt, wie die sich da zerfetzen. Aber das war jetzt keine sinnvollen Flüge, deswegen ist es einfach nur Spaß, was du da machst. Das ist so großartig. Der Nürburgring war cool. Ich würde eigentlich gerne mal Flugplatz, wo ist das? Ist der Rock am Ring ist nicht mehr am Römerring, sondern auf irgendeinem Flugplatz jetzt in der Eifel ist der ja der Rock am Ring. Mhm. Und da wollte ich eigentlich mal im Sommer hingeflogen sein und mal drüber fliegen über das Festivalgelände, wie das von oben aussieht, wenn da wirklich da diese hunderte Leute da unten sind oder tausend Leute da unten sind. Oh, aber das Problem war, die letzten Jahre war immer zu Rock am Ring ja schönste Unwetter, da kann ich ja nicht fliegen und das ist der Mist gewesen. Ich habe ja erst mal zwei Jahre Lizenz und beide Jahre war schlechtes Wetter, glaube ich. Zumindest letztes Jahr war Weltunter. Deswegen kann ich das noch nicht machen, aber das würde ich mal gerne machen, so über das Festivalgelände drüber, wie das von oben aussieht. Das sind bestimmt coole Bilder, die es da gibt. Cool, Also für Bildergelegenheiten gibt es auch, glaube ich, coole. Einmal habe ich auch mal muss man immer die Hände am Steuer haben? Oder dürftest du deine Kamera schnappen und mal ein Bild davon machen? Ich glaube, du darfst es nicht. Ich wüsste jetzt kein Gesetz, was dir sagt, du musst eine Hand am Steuer haben. Aber ich glaube, du darfst jetzt nicht loslassen, ein Foto machen. Sonstiges, du musst immer aufmerksam sein, was passieren könnte. Ich glaube, es gibt aber kein Gesetz, das sagt, du musst die ganze Zeit die Hand am Knüppel haben. Das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, aber ich wüsste keins. Du musst auf jeden Fall immer in der Lage sein, um dich rumzugucken und zu gucken, ob da irgendwas ist, ob dir ein Flugzeug entgegenkommt und sonstiges. Mhm. Das ist halt Sichtflug, du guckst raus und guckst, ob irgendwas passiert. Dir sagt keiner, dass irgendwas passiert. Das heißt, wahrscheinlich dürftest du es nicht machen. Du kannst halt einen Passagier haben, der jetzt mal ein Foto macht. Das ist natürlich in Ordnung, aber als Pilot solltest du es nicht machen. Es ist wie im Auto auch. Zu gefährlich. Man könnte mit den Knien lenken, aber macht es einfach nicht. Exakt. Ja. Also, okay. Das ist sehr leichtsinnig, das zu machen. Deswegen würde ich, glaube ich, nicht machen. Also, wenn du die Hand vom Steuer lässt, passiert nichts. Die fliegt weiter geradeaus. Also, du hast die auf eine Geschwindigkeit eingestellt. Also, du hast gesagt, du bleibst bei der Geschwindigkeit. Also, mit Leistungsanhebeln bleibst du auf der Geschwindigkeit. Du hast das Höhenruder so getrimmt, dass der genau auf dieser Höhe auch bleibt. Das heißt, wenn du es loslässt, hast du keinen Ruderdruck mehr. Du fliegst einfach geradeaus. Macht nichts. Ah, okay. Und das wäre auch nicht schlimm. Mhm. Und das Schöne, wenn die so ausgetrimmt ist, dann hat sich ausgetrimmt. Wenn die ausgetrimmt ist und du ziehst sie mal hoch, das heißt, du verlierst Geschwindigkeit, geht aber hoch, also irgendwann kippt sie wieder runter und nimmt wieder Geschwindigkeit auf und geht wieder hoch und dann wird so eine Pendelbewegung immer hoch und runter. Aber irgendwann, wenn du es lang genug lässt, geht sie wieder in die Waage und es fliegt einfach wieder geradeaus. Ja, geradeaus. Also du musst theoretisch nicht die ganze Zeit die Hand am Steuer haben. Also es ist bei Windstille. Fliegt sich das alleine, genau, es ist halt Aerodynamik. Cool. Und das ist halt beim Auto nicht gegeben, aber trotzdem solltest du es nicht machen. Das ist halt nur, dir wird es gezeigt während der Ausbildung, dass es so ist, um dir ein bisschen die Angst davon zu nehmen, dass das ist nichts Gefährliches. Allerdings solltest du halt trotzdem aufmerksam sein. Und ja. Deswegen, ich glaube, es gibt keine Regel, dass man keine Hände am Steuer haben sollte, oder die Hände am Steuer haben sollte, aber mit gesunder Menschenverstand sagt mir, du solltest trotzdem bereit sein, jederzeit eingreifen zu können. Dafür machst du ja auch den Medical, um nachzuweisen, dass du noch gesunden Menschenverstand hast. Nee, das ist interessant. Das ist also bei Medical 2 ist keine psychologische Überprüfung drin. Okay. Das hatte mich selbst überrascht. Aber du hast ja schon angegeben, dass du kein Terrorist bist, von daher ist ja alles gut. Ich fände es echt auch wirklich sinnvoller, dass die Medical lieber eine psychologische Untersuchung machen und dafür diese ZIP nicht machen. Vor allem, stell mir vor, du hast einfach nur irgendwelche Aussätze, so, ist ja egal. Ja, oder auch suizidale Gedanken. Bei dem Flughafen, wo ich meine Lizenz gemacht habe, die haben auch verchartert. Mhm. Und einer der Charterkunden hat Suizid begonnen. Der hat sich irgendwann an einem sonnigen Tag im Sommer eine Maschine da geliehen, ist losgeflogen und ist irgendwann rausgesprungen. Und das erkennst du halt nicht durch eine zuverlässige Überprüfung. Du solltest da lieber die regelmäßige psychologische Untersuchung. Genau. Und sowas könntest du vielleicht viel eher, okay, es ist immer der lange Abstand noch, der dazwischen ist, aber du könntest vielleicht sowas viel eher erkennen, wenn du mal gründlich durchgecheckt wirst. Ist eine Frage, ob wir das nicht machen wegen Kosten oder warum, was kann ich mir echt nicht vorstellen beim Fliegen. Ich konnte alles so sagen, da aber ich habe keine Ahnung, warum es nicht gemacht wird. Also das fände ich persönlich sinnvoll. Also da hätte ich auch kein Problem mit sowas machen, über mich ergehen zu lassen oder zu machen. Also. Wobei ja, wie ja jetzt bei dem ganzen Gespräch rauskam, beim Fliegen schon wirklich viel gemacht
wird. Man könnte jetzt vorwerfen, dass das aus Geldmacherei gemacht wird. Aber diese regelmäßigen Checks und so, die würde ich mir tatsächlich im Straßenverkehr manchmal auch wünschen. Das ist auch aus Sicherheit alles. Ne? So. Also deswegen kostet auch alles, was Wartungen von Flugzeugen angeht, so viel, weil es einfach sowas von doppelt abgesichert sein soll so und sonstiges. Das ist ja das Lustige, wenn man so guckt, selbst moderne gebaute Flugzeuge, die heutzutage modern gebaut sind, was für alte Technik die drin haben. Aber das Schöne ist, die alte Technik hat sich halt bewährt. Jetzt sich bewährt. Und deswegen, warum soll man so was Neues nehmen, was jetzt noch nicht klar ist, wie sicher es ist? Dann nehmen wir noch lieber irgendwie einen Kolbenmotor, der sich schon über Jahrzehnte bewährt hat und bauen den da ein. Warum denn nicht? Ja. Und das ist also wirklich sehr viel mit Sicherheit gemacht und ja, und das kostet so auch Geld, aber dafür ist es sinnvoll, finde ich. Ich glaube, Autofahren wäre auch weitaus teurer, wenn die ganzen Checks einbauen würden und regelmäßige Überprüfungen. Aber vielleicht auch sicherer. Dann würden sich viele Leute aber auch überlegen, ob sie jetzt wirklich ein eigenes Auto brauchen und so viel fahren müssen. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Anna Fall. Und ich haben ja in einem anderen Podcast planen wir ja schon unsere Bürgermeisterschaft für Düsseldorf und da haben wir auch schon autofreie Düsseldorfer Innenstadt und so. Also das kommt auch noch. Ich würde gerne auf Ausbau der ÖPNVs und so. Das wäre schön, das ist das Problem in Düsseldorf. Ich würde gerne aufs Auto verzichten, ich kann es einfach nicht. Ich brauche von mir zu Hause aus mit dem öffentlichen Verkehrsmittel erstmal 40 Minuten und 10 Minuten im Auto. Ich weiß, dann ist es schwer, nicht schwer für mich zu entscheiden, dass ich das Auto nehme oder so. Ich würde es gerne machen. Ja. Aber ja, du hast recht, wenn das teurer wäre, würden natürlich auch Leute drauf verzichten. Ich habe noch eine letzte Frage. Jetzt kommt's. Was war denn dein längster Flug? Ah, wie lange damit warst ich nicht du gerechnet. Am längsten in der Luft? Du hast so erzählt, Nürburgring und so. Gar nicht so lange. Ich glaube 3 Stunden oder sowas. 2,5 Stunden bis 3 Stunden war das längste Flug. Das war da so, ich wollte nach, war das? Ich wollte von Aachen nach, wie heißt die Stadt nochmal? Studentenfahrradstadt. Münster? Münster, danke. Ich kam einfach nicht auf Münster. Ich wollte nach, von Aachen nach Münster Telgte fliegen. Das ist so ungefähr 1,5 Stunden Flug von Aachen aus mit der Maschine, die ich hatte. Das Problem war irgendwie so 15 Minuten vor Münster wurde das Wetter weitaus schlechter. Also die Sicht. Nicht mal, dass Wolken aufgezogen sind, sondern es war eine hohe Luftfeuchtigkeit und die Sonne stand sehr tief. Und das hast du extrem gemerkt, dass es diesig wurde. Mhm. Und ich konnte nach hinten schon relativ schwer sehen. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt in Münster lande und das wird noch schlechter, komme ich nicht mehr zurück. Und bin halt dann umgedreht. Und da das so ungefähr 1,5 Stunden Hinflug war und dann nochmal 1,5 Stunden Rückflug, hatte ich dann irgendwie 3 Stunden fast voll. Also war ein bisschen weniger als 1,5 Stunden. Man sagt ja auch erst Bescheid, wenn man da ist, ne? Also du konntest jetzt einfach umdrehen und hast dann nachher genau gesagt so, ah, ich bin wieder da. Teils. Ich könnte einen Flugplan aufgeben, dann müsste ich mich abmelden bei dem Flug. Bei dem Zielflughafen? Ich könnte mich da abmelden, wenn ich nah genug dran bin, dass ich funken kann. Das geht erst ab einer gewissen Weite, dass ich die den Tower erreiche. Ah, stimmt. Aber es gibt man ja funkt ja und man kann nicht wild, egal wo man gerade ist, irgendwie sagen so, hallo! Hier bin ich. Genau, das ist. Zwischenbericht, Sonne ist schön. Genau, das ist. Rechts ist Regen. Hängt ja von der Höhe und alles ab. Sonne ist schon rechts Regen. Das wäre auch eine gute Meldung. deswegen geht es halt auf, von Langen kontrolliert in dem Bereich, wo wir Aachen, Düsseldorf, die Region, so ein Verkehrsüberwachung. Da kannst du dich anmelden. Und die sagen dir auch mal, wo Verkehr kommt oder sonstiges. Und ich sage, oh, da ist theoretisch die Möglichkeit, dass sich gleich 2 Flugzeuge begegnen. Sagt, nee, okay, Flugzeug kann auch so viel Uhr auf sie zu und melden sonstiges. Weil rechts vor links. Zum Beispiel. Ist keine Pflicht, sich da anzumelden, aber wenn du Flugplan hast, solltest du dich ja melden. Und die können, dann kannst du auch sagen, ich drehe jetzt um, macht meinen Flugplan bitte, mach den zu. Das heißt, sich sucht auch keiner mehr nach der Zeit, wenn die abgelaufen ist, weil auf dem Flugplan steht dran, wann du ankommen solltest. Mhm. Und wenn du da nicht angekommen bist, weil der Tower merkt, okay, du bist da noch nicht angekommen, rechnen dir vielleicht noch 1/2 Stunde drauf, aber wenn du bis da nicht da bist, wird Suche initiiert, dass irgendwo abgestürzt sein könnte. Deswegen solltest du immer da angeben, was wirklich die Zeit ist. Oder du sagst halt dann bei der Stelle, sagst, oh, schaffe ich nicht, drehe jetzt um, mach meinen Flugplan zu, ich fliege jetzt nach VfR-Regeln weiter bis Aachen wieder zurück. Mhm. Und kümmert uns euch nicht, wenn ich jetzt da nicht ankomme. Ich hatte es nicht mehr vor, den zu fliegen. Würde es denen halt sagen, braucht nichts. Aber ich bin bis jetzt immer nur ohne Flugplan geflogen. Das heißt, mich hätte auch keiner vermisst. Ja doch, die Leute, die das Flugzeug geliehen haben. Die würden es irgendwann merken. Aber bei anderen, wenn ich sage, ich habe es für 4-5 Stunden gemietet, weil ich es hatte, da zu landen, würde mich nach 5 Stunden erst vermissen und nicht nach einer Stunde schon, wenn ich abgestürzt bin. Aber sind das eigentlich große Konzerne, die wie Sixt oder so überall? Was passiert denn, wenn du dann nach Münster geflogen wärst, wärst da gelandet, dann wäre Wetter schlecht geworden?
wie kriegt man das Flugzeug zurück? Das ist das dann Problem. Dann bleibt man da über Nacht und fliegt am nächsten Tag zurück oder? So in etwa, ja genau. Es gibt in den Charterbedingungen stehen da drin, ab was für ein, also erstmal hast du die legalen Legalitäten, die du klären musst. Du darfst bis und so viel nur fliegen. Das ist vom Gesetz gegeben. Das heißt, die dürfen dich auch gar nicht fliegen lassen. Deswegen dürfen die auch gar nicht sagen. Aber bis, was das Gesetz sagt, bis wo du fliegen darfst und was du persönlich fliegen möchtest, ist ein großer Unterschied. Weil du musst dich auch sicher fühlen. Wenn du jetzt sagst, Distanz, Strecke, nee, Sichtweite, Entschuldigung, das hätte ich sagen müssen. Sicht, es wird geregelt in wie viel Sichtweite du, horizontale Sichtweite du hast und wie viel Wolkendeckung und wie viel Wind da ist. Und das haben wir gesagt, ab unter einer Sichtweite von so und so viel Fuß oder Metern, in horizontal ist es Meter, in vertikal ist es Fuß, darfst du nicht mehr fliegen nach Sichtregeln. Du mit deiner Lizenz? Mit meiner Sichtlizenz, mit meiner VFR-Lizenz. Und das persönliche Minimum ist meistens weitaus höher oder geringer, wie gerade wie du siehst. Also das ist, geht nicht so weit runter, dass du gar nicht mehr fliegen kannst, weil du fühlst dich sehr unwohl, wenn du die Gesetze wirklich richtig verfolgst. Da siehst du mich fast gar nicht denn. Und da geben die Flugschulen oder die Charterunternehmen auch noch so eine Grenze, ein bisschen höher als das gesetzliche Minimum liegt. Allerdings kann das immer noch unter deinem Minimum sein. Wenn du, wenn die halt sagen, okay, sagen wir jetzt mal, Beispiel, das ist einfach nur Beispielzahlen, die Gesetz sagt, du, da muss man das 1 Kilometer sehen können. Die sagen, die Flugschule sagt, bis 1,5 Kilometer musst du doch fliegen können und mir die zurückbringen, weil dein persönliches Minimum ist, ich möchte mir diese 3 Kilometer sehen können. Das heißt, du fliegst nicht mehr unter 3 Kilometer. Dann können die sagen, ja, dann musst du bei jeder Stunde, die du nicht zurückgebracht hast, dafür zahlen, dass du die Maschine nicht zurückgebracht hast. Mhm, okay. Wenn du unter diese 1,5, die die im Chartervertrag haben, bist, dann bist du, hast du Ruhe, du musst sie direkt wiederbringen, sobald du halt Sicht hast, wo du fliegen darfst. Mhm. Und sobald du unter dem Gesetz bist, wirst du eh auf der sicheren Seite, weil du, dich darf keiner zwingen zu fliegen. Da ist nämlich noch ein Punkt, den ich vergessen habe. Wie sieht das versicherungstechnisch aus? Hast du eine Versicherung? Nein, das ist immer an das Flugzeug gebunden. Das ist eine Halterversicherung. Der Flugzeughalter hat immer die Versicherung für das Flugzeug und die Passagiere zu führen. Das heißt, das Charterunternehmen hat... Darum wird er halt auch dreimal auf deine Lizenz gucken, ob er dir wirklich das Flugzeug gibt. Genau, der hat dann Lizenzen für wie viel Passagier, für jede Passagierversicherung und Schadensversicherung bei Abstürzen, genau. Okay. Ja, auch ein hohes Sümmchen, was immer darauf ist. Das glaube ich aber, sobald man eine Maschine besitzt. Ja, also die Versicherung. Aber ich meine, die Auszahlsummen der Versicherung sind auch ganz schön hohe Summen, die man sieht, bis wie viele Millionen die versichert sind. Ja. Und aber zu dem, ob es nur Kleinunternehmen und ob es Sixt-like Charterunternehmen sind, wäre es cool eigentlich, wenn es sowas wie Sixt geben würde. Das Problem ist halt, du machst zwar deine Berechtigung für ein Flugzeugmuster oder irgendein spezielles an einem Flugplatz. Das heißt aber nicht, dass die Flugschule am nächsten Flugplatz oder der Charterunternehmen am nächsten Flugzeugplatz sagt, ja, du bist genügend darauf geschult. Der kann ja wieder sagen, mach wieder eine Stunde dafür. Es wäre schön, ein Unternehmen zu haben, wo sie sagt, okay, der hat seine Berechtigung gehabt. Ich kann aber überall in Deutschland dann sagen, okay, ich kann mir die Maschine, die könnte ich jetzt fliegen. Und das gibt es halt leider nicht. Oder es beginnt langsam, dass es so Zusammenschlüsse gibt, aber es ist halt noch nicht so verbreitet. Deswegen also kann man auch nicht, wenn man mal in Urlaub fliegt, mal sagen, komm, wir nehmen uns jetzt eine Maschine und drehen, weil die Landschaft ist gerade hier so schön. Da kann dann passieren, erstens, die Maschine, die fliegen darfst, gibt's gar nicht da. Genau. Ne? Dann müsstest du eine richtige Einweisung auf das Flugzeug machen, was du nicht schaffst im Urlaub. Ja. Oder du sagst halt, hör mal, ich bin angewiesen, hier ist mein Logbuch, da ist mein Eintrag, da ist die Unterschrift vom Fluglehrer, der mich angewiesen hat. Mhm. Dann sagen die meisten, ja, okay, dann setze ich mit Fluglehrer mal für 3 Starts und Landungen rein und der weiß nicht, zeigt nur, okay, du kannst die Maschine beherrschen und machst das dann. Trotzdem nervt das halt, das sind wieder zusätzliche Kosten, die du eigentlich nicht mit dem Fluglehrer im Flugzeug verbringen möchtest, sondern selbst unterwegs sein möchtest. Und da wäre halt ein Unternehmen wie Sixt für Flugzeuge cool zu sagen, ja, da, die wissen von meiner Lizenz, ich bin jetzt von Aachen, habe ich die gemacht, da kann ich fliegen auf dem Flugzeugmuster, ich bin jetzt in München. Genau, 5 von 9 Leuten haben mir ja schon bestätigt, kann ich, du genau, darfst mir die Maschine du kannst mir jetzt einfach geben. Oder nur das, das wäre eigentlich cool, aber sowas gibt es halt leider nicht. Es beginnt, ich glaube, irgendeine Firma, die sowas aufbauen möchte, aber gerade in Kinderschuhen noch und das wird dauern, bis es soweit ist. Ja, das ist der einzige Nachteil dabei. Na, krass. Haben wir noch was vergessen? Hast du noch vergessen, mir was zu erzählen? Ich dachte, jetzt kommt wieder. Ich dachte, die letzte Frage ist doch noch die Absturzfrage. Ach so. Du sitzt hier neben mir.
Nee, bin ich aber nicht. Mein Fluglehrer ist es schon öfters, aber Absturz ist aber relativ. Das ist halt Außenlandung, nennt man sowas. Das ist kein Absturz, das ist meistens nur eine Außenlandung. Eine außerordentliche Landung. Nicht nur eine, die man nicht wollte. Das erstmal, aber wirklich außen, weil du außerhalb eines Flugplatzes gelandet bist. Das machen Segelflieger eigentlich immer. Die landen ja selten auf einem Flugplatz, die landen immer, machen immer Außenlandungen. Stimmt, da das gezielt immer auf einem Flughafen zu landen ist schwierig, genau. Demnach ja. Würdest du sagen, dass die machen immer Notlandungen oder Abstürze quasi. Aber nein, Abstürze zum Glück noch nicht. Und ist auch häufig unwahrscheinlich. Auch hoffentlich auch nie, also ist unwahrscheinlich. Also selbst wenn mal Motor ausfällt, man weiß ja, wie man es umgehen soll und dass da was passiert, ist sehr unwahrscheinlich. Das hast du ja erzählt. Genau. Man lernt ja wirklich mit allen bitte erdenklichen Notfallsituationen umzugehen. Ja, definitiv. Und man sollte auch jetzt irgendwie nach einer längeren Pause, irgendwie Winter zum Beispiel, dann noch mal ein bisschen Geld investieren, sagen, okay, ich fliege jetzt mit dem Fluglehrer nochmal, der soll auch mich immer auf dem Herzturnier nochmal prüfen, nochmal die Notverfahren mit dem durchzumachen. Das schadet auch nicht, nach dem Winter mal freiwillig noch sowas zu machen und nicht nur die zweijährliche Prüfung. Und das mache ich auch immer regelmäßig, deswegen fühle ich mich da eigentlich gewappnet. Jetzt bald wieder endlich fliegen, nach 3 Monaten Pause, über 3 Monaten Pause. Gut. Ja, freue ich mich schon drauf. Kommst mit, ne? Ich komme mit, ich freue mich drauf. Ja, dann machen wir das auch, sobald ich darf. Hervorragend. Das wenn du mich wie ein kreischendes kleines Mädchen neben mir sitzen haben willst. Das nehmen wir mal denn auf. Unbedingt, unbedingt. Gut, Tim, dann bedanke ich mich. Das war sehr, sehr interessant. Gerne. Habe ich sehr gerne gemacht. Sehr, sehr interessant. Hat Spaß gemacht, definitiv. Sehr cool. Dann sehen wir uns demnächst im Flieger. Sehr gerne, machen wir. Juhu. Dann mit Audioaufnahmen von da. Ohne Absturzsimulation. Definitiv, ohne. Das muss nicht sein. Auf Wiedersehen. Tschüss.